Hallöchen und wieder einen wunderschönen guten Abend zum Webinar bei mir. Genau, quasi ist es jetzt mein erstes in dieser zweiten Hälfte von diesem Jahr. Ich hatte jetzt zwar jetzt mit der Jessica 2 gemacht, aber genau, das ist jetzt mein Einzel-Online-Vortrag mehr oder weniger. Das Thema, ja, das ist immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil das ist ja quasi die Kernfrage immer auch in meinem Training, warum uns unsere Hunde nicht verstehen können oder wenn die Leute halt einfach auch zu mir kommen in den Unterricht und sagen, Diane, mein Hund hat dies und jenes Problem, was kann ich denn dagegen tun? Und das ist halt immer so wahnsinnig schwierig, den Leuten halt einfach dann auch zu sagen, ja, es liegt ja auch oft an dir oder der Hund versteht dich einfach nicht oder der Hund weiß gar nicht, was er tun soll oder du hast das vielleicht auch gar nicht trainiert, ne? Und deswegen kann es der Hund halt einfach gar nicht auch. Und das ist quasi immer unsere Überzeugungskraft, die wir Trainer dann auch immer in den Unterricht leisten müssen. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich fange mit diesem Thema an. Das ist so ein bisschen auch immer meine Herzensangelegenheit, weil ich möchte halt einfach doch, dass es klappt zwischen Mensch und Hund. Und genau, ich hoffe, dass ihr heute wieder was mitnehmen könnt. So, aber wir beginnen jetzt erstmal wieder mit dem ganzen Organisatorischen, nämlich mit der Aufzeichnung. Da wir ja jetzt diese Online-Plattform haben, wird das jetzt automatisch heute Abend mit einem Skript zugeschickt. Der wandelt das dann irgendwie selbstständig um und schickt euch das. Und wer die Teilnahmebescheinigung mitgebucht hat, die kann man ja immer auch bei den kostenlosen Vorträgen für 10 € dazu buchen. Die schicke ich dann separat die kommenden Tage raus. Also das geht dann quasi nicht über diese automatische E-Mail, die halt an alle dann, wie gesagt, heute Abend verschickt wird, sondern diese Teilnahmebescheinigung, die mache ich dann fertig und schicke sie dann raus. Wer noch eine dazu buchen möchte, die ganzen Vorträge sind ja auch immer bei der Tierärztekammer Niedersachsen und Schleswig-Holstein quasi genehmigt worden. Dieser Vortrag heute mit 1,5 Stunden, die am Donnerstag dann immer mit 2 Stunden oder 2,5 Stunden. Und wer das noch nachbuchen möchte, einfach dann 10 € überweisen und dann schicke ich euch eine Teilnahmebescheinigung zu. Dann haben wir hier heute wieder ein paar neue Leute. Ganz schnell eine Vorstellung. Mein Name ist Diane Bartlock. Ich habe selber oder ich lebe mit 6 Hunden zusammen. Ich habe eine Malinois-Hündin, die Fee. Das ist quasi meine Senior-Hündin, mein Oldie mit knappen 10 Jahren. Dann habe ich 2 Herdenschutzhunde, Charlotte und Eisbärchen. Das ist ein Geschwisterpärchen. Und die werden jetzt in 3 Tagen auch schon 3 Jahre alt. Dann hat meine Mutter sich eine kleine Yorkshire-Hündin ins Haus geholt, die Krümmel. Dann der Labrador-Schäferhund Rüde Charlie, der gehört auch noch mir. Der ist aus einer Beschlagnahmung, da sind wir quasi in einen Messi-Haushalt gerufen worden und haben da 10 Hunde beschlagnahmt. Das ist auch so ein bisschen Teil von dem Thema am nächsten Donnerstag beim Selbstschutz. Da erkläre ich euch das, wie wir die rausgeholt haben und wie es denn da ausgeschaut hat. Und dann hat mein Bruder sich noch letztes Jahr den kleinen Pudelmischling, die Lütte, dazu geholt. Ich habe seit 17 Jahren meine Hundeschule, habe eigentlich genau Punkt Corona, als die ganze Lockdowns begonnen haben, ein Hundehaus hingestellt, ursprünglich für Urlaubshunde und bin aber jetzt quasi nur noch auf Tierschutzhunde umgestiegen und habe da sehr viele auffällige Hunde, sei es jetzt Deprivationshunde oder halt bissige Hunde und die Arbeit macht halt Riesenspaß. Ich habe jahrelang Tierphysiotherapie gemacht, das allerdings nicht mehr aktiv. Das übernimmt ja jetzt quasi auch die Jessica, also deswegen auch nicht wundern. Ich glaube, als Referent steht hier noch Jessica Meyer drin. Nein, ich bin definitiv Diane, wenn man mich nicht sieht, aber ihr wisst ja alle, ich bin da so ein bisschen scheu, mich hier zu zeigen im Internet. Ich mag das nicht. Wie gesagt, diesen Gesundheitspart, den hat halt quasi jetzt auch die Jessica übernommen. Ich habe meine Tierheilpraktika-Ausbildung am ATM gemacht. Was ich immer noch mache, ist die Runde Ernährungsberatung, weil ich auch eben einen kleinen Bob und einen Barfladen habe. Genau, wer noch irgendetwas wissen möchte, dann halt einfach im Chat fragen. Und ansonsten
geht es dann auch schon gleich los. Und allgemein, ich habe leider Gottes dieses Problem damals, als ich bei Zoom noch war, da war das ein bisschen besser, muss ich sagen, als diese Webinar-Plattform. Da habe ich nämlich bei Zoom so ein kleines Kästchen gehabt und habe immer den Chat gehabt, während ich ja meine PowerPoint-Präsentation auf hatte. Das habe ich jetzt leider bei diesem Programm hier nicht mehr. Ihr könnt gerne Sachen in den Chat reinschreiben, das ist überhaupt gar kein Problem, aber ich kann es halt tatsächlich erst am Ende des Vortrages dann beantworten. Bedeutet, wäre halt nett, wenn ihr mir dann einen kurzen Wink in euren, in eure Frage oder in einen Chat dann einfach reinschreibt, Folie so und so, Thema so und so, damit ich dann halt auch später dann ganz am Ende von dem Vortrag noch weiß, genau, was wollt ihr denn jetzt überhaupt? Genau, eine der Sachen ist natürlich dieses Wort eigentlich. Eigentlich ist es mir egal, dass mein Hund bellt, dass mein Hund an der Leine zieht, dass mich mein Hund anspringt. Ich will das sogar vielleicht auch, dass er am Tisch bettelt, weil ich das so ultra putzig finde, wenn er da mit seinen Knopfaugen da sitzt und mich dann noch ankratzt. War zum Beispiel auch tatsächlich mein Vater so einer. Der hat dann immer alle Hunde und auch dann die Pflegehunde sogar noch extra hergerufen und hat dann, wenn wir gegessen haben, sich so ganz kleine Bröckelchen dann für die Hunde ganz zum Schluss auch aufgehoben, um die dann zu füttern. War dann natürlich doof, wie irgendwo im Urlaub im Restaurant waren, weil natürlich auch meine Hunde gesagt haben, okay, Jane und quasi meine Mama, die wollen das nicht. Ne? Also ich mag das halt einfach nicht so, wenn meine Hunde mich da anbetteln und meine Mutter ist da ganz rigoros. Aber mein Vater hat es dann eben nicht verstanden, dass das im Restaurant dann aber auch sein sollte. Und da hat er dann natürlich wieder unsere Hunde geschimpft. Und genau das ist wieder dieses Thema, was wir heute haben. Das versteht ein Hund dann nicht, wenn er dann geschimpft wird. Na, natürlich kann ich Rituale ändern. Ich sage ja auch, ich habe ja auch einen kostenlosen Vortrag über Rituale und Konsequenz, Inkonsequenz und sage da ja auch, ihr könnt einfach auch mal Sachen ändern am Tag. Ihr könnt gerne den Hund, mein Gott, dreimal in der Woche, viermal in der Woche auf der Couch lassen oder von mir aus auch ins Bett reinholen und am fünften Tag schickt ihr den dann nach 5 Minuten runter und lasst ihn eine halbe Stunde unten und holt ihn wieder hoch. Aber das Problem ist immer dieses, wie mache ich es denn dann? In welchem Ton mache ich es denn dann? Und wie gesagt, wenn es mich eigentlich 364 Tage zu Hause nicht interessiert, dass mich mein Hund anbettelt am Tisch und dann sage ich, ja, bin ich einmal im Jahr irgendwo in einem Restaurant und da machen es die Hunde auch, dann darf ich halt eben nicht schimpfen. Dann muss ich ins Management gehen und dann habe ich ja da auch überhaupt gar kein Problem. Und das können dann Hunde ja natürlich auch verstehen. Oder wenn ich, wie gesagt, den Hund sage, ne, also du darfst gerne von Montag bis Samstag auf die Couch, Sonntag, weil ich da vielleicht irgendwie einen Freund nach Hause bekomme oder sowas. Sonntag gehört die Couch meinem Partner und mir oder am Wochenende gehört die Couch meinem Partner und mir. Du gehst drunter. Dann ist es ja überhaupt gar kein Ding. Wie gesagt, wenn ich es aber halt einfach anständig und ordentlich zu dem Hund sage. Alles andere ist sonst unfair. Wie gesagt, gerade immer, wenn ich dann schimpfe. Wenn ich mich die ganze Zeit von meinem Hund zerren und ziehen lasse und jetzt kommt mir aber der Nachbar entgegen und jetzt kriegt der Hund einen Leinenruck, weil ich jetzt natürlich möchte, dass er ordentlich geht und weil ich mich jetzt schäme für ihn und jetzt aber glänzen möchte mit meinem Hund und ihn deswegen, wie gesagt, anscheiße und dann einen Leinenruck gebe und dann noch ein strenges Kommando, dann ist das, wie gesagt, nicht fair. Das verstehen halt einfach Hunde nicht. Und wir machen ja auch bestimmte Übungen bei mir im Training. Zum Beispiel haben wir jetzt eine Konzentrationsübung, eine Führübung. Und da darf der Hund wirklich nicht rechts und links gucken. Da möchte ich halt einfach, dass er sich führen lässt. Da sollen die nach vorne schauen. Da sollen die Hunde wirklich neben uns gehen. Ansonsten bin ich auch so ein bisschen, ja, aber jetzt ein bisschen vor mir geht und ein bisschen hinter mir geht, ist jetzt mir egal. Hauptsache, er zerrt jetzt und zieht nicht an der Leine. Aber in diesem Moment möchte ich halt in dieser Übung ist tatsächlich, dass er das einfach mir überlässt. So, ich gucke nicht rechts, ich gucke nicht links, ich überlasse es da oben meinem Menschen, ich trottel neben dem her und es ist alles gut. Dann muss ich es aber halt eben auch unter Kommando setzen. Na, dann haben wir halt eben das angefangen. Wir haben zum Beispiel das so eine Unterscheidung gemacht mit Halti. Wenn du am Halti bist,
dann ist es halt einfach, dass du dich führen lässt als Hund, wenn du am Halti bist. Dann gehst du wirklich neben mir. Wenn du am Halti bist, dann möchte ich aber auch, dass du nicht rechts und links, sondern dich einfach komplett auf mich konzentrierst. Dann wird das eben dann auch noch also unter ein Kommando gestellt, zum Beispiel ran oder aufpassen oder langsam oder irgendetwas, was die Leute halt dann einfach möchten. Und dann gebe ich den Hund frei. Wenn ich dann natürlich, ist es auch jetzt egal, 100 Meter gegangen bin mit dem Hund, dann kann ich ihn da abklicken vom Halti. Ich schnalle ihn auf einen normalen Halsband oder eben auf ein Brustgeschirr um. Dann hat er einfach dieses Ritual. Okay, jetzt bin ich nicht mehr am Halti und jetzt kann ich da halt einfach auch mal wieder rechts und links gehen. Jetzt darf ich auch stehen bleiben. Jetzt darf ich schnuppern. Dann ist es doch, wie gesagt, überhaupt gar kein Problem. Aber ich kann nicht immer erwarten von meinem Hund, dass er eigentlich schnuppern darf, auch am Halsband und am Brustgeschirr, aber am Hundeplatz nicht. Wie gesagt, ich finde es halt immer so unfair von uns und wir werden dann auch unfair und wir ja, stellen die Hunde dann auch tatsächlich sehr häufig als stur, als dominant, als dumm, als den kann ich nicht erziehen da und wie gesagt, den Hunden werden dann auch immer so ja, Charakterzüge, Eigenschaften vor den Latz geworfen, ja, die sie eigentlich gar nicht haben, weil ich dieses Wort eben eigentlich ja benutze. Auch dieses Bellen. Ja, eigentlich ist mir das egal, dass der Hund bellt. Er soll ja auch bellen. Aber er soll jetzt zum Beispiel nicht meinen Bekannten anbellen. Also er soll quasi Nachbarn anbellen und er soll vielleicht auch den Postboten anbellen, aber meinen Bekannten, der dann reinkommt, den soll er am liebsten, ja, wie soll ich ihn sozusagen, freudig begrüßen und ja, es hat immer so ein bisschen noch das Problem, ne? Mich anspringen, ja, der Hund soll mich anspringen, wenn ich nach Hause komme. Ich springe ihn ja quasi selber an, wenn ich nach Hause komme, aber wenn ich meine schöne Kleidung habe, dann wird er wieder geschimpft. Und da muss man sich halt eben vorher überlegen, was möchte ich denn jetzt von meinem Hund? Oder bringe ich es ihm dann halt wirklich bei, dass ich sage, okay, ich habe ein runter von der Couch-Kommando und ab von der, ne, so ein Ab-Kommando, gehe jetzt einfach weg, dann ist es wieder fair. Wir zum Beispiel, meine Hunde dürfen ja auch alle ins Bett und auf die Couch. Und wenn ich es dann aber auch nicht möchte, weil zum Beispiel gestern haben wir einen Videoabend auch gehabt und Isabelle war da und dann war die Couch halt einfach auch belegt. Und dann wollte die Fee auch rauf, ist kurz drauf gesprungen und dann habe ich aber gesagt, geh mal jetzt da ab. Dann kann ich das doch, wie gesagt, ordentlich sagen. Klar war sie jetzt nicht super amused und hat mich dann noch angeguckt, so, wie? Ja, sage ich, geh jetzt runter und dann ist sie gegangen und dann hat sie sich in ihr Körbchen reingelegt und dann kam natürlich dieser total, ja, herzzerreißende und theatralische. Mir geht's aber ganz schlecht, weil ich jetzt in meinem Luxuskörbchen liegen muss und nicht auf der Couch. Wie gesagt, ist ja dann auch vergönnt. Oder auch Sachen klauen. Man freut sich da irgendwie wie Bolle, wenn der Welpe dann irgendwas klaut. Ne, weil das schaut ja auch ganz witzig aus und es ist ja so lustig. Und wenn ich die Rose einbuddel und der Hund danach die Rose wieder ausbuddelt. Aber halt auch da, viele Leute lernen einen Hunden halt einfach auch kein Abkommando. Und ich finde halt so ein Abkommando immer sehr, sehr, sehr gut, weil eigentlich gerade auch dieses Anspringen oder am Tisch betteln oder Sachen klauen oder ich sag ja nicht auf die Couch dürfen, das kann ich ja alles über ein nett aufgebautes Abkommando dem Hund sagen, ah, heute möchte ich das nicht, geh mal ab. Ne? Und ich sag ja, wenn er jetzt zum Beispiel am Tisch bettelt, dann kann ich ja sagen, ah, geh jetzt ab oder geh in dein Körbchen oder geh auf deine Decke. Wenn er mich anspringt oder bevor er mich anspringt, ah, heute nicht, geh mal ab. Dann kann ich es ihm, wie gesagt, nett sagen. Und das ist einfach fair, wenn der Hund, wie gesagt, dann aber natürlich auch ein Abkommando kennengelernt haben darf. Wenn wir es ihm beigebracht haben, nicht dieses Ab, geh ab und wieder Geschrei und dieses ich pack den Hund und zähre ihn da halt einfach runter ab, sondern ein ganz normales, geh mal ab. Beigebracht, der Hund weiß, was er tut und kriegt danach aber auch eine prima, super, ne, eine Belohnung. Und das ist halt eben ganz, ganz, ganz wichtig. Dann, ja, diese Planlosigkeit. Also diese Planlosigkeit hat mich, muss ich ganz ehrlich sagen, die letzten paar Wochen ein bisschen schockiert. Und da ist halt eben auch wieder dieses Hand aufs Herz.
Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht, was wirklich du von deinem Hund erwartest? Nicht dein Trainer, nicht dein Partner, nicht der Züchter, was haben wir jetzt noch? Nicht die Gesellschaft, sondern wirklich du. Was möchte ich von meinem Hund? Und das Schöne ist ja beim Hund, der kann doch so schön unterscheiden zwischen auch Partnern. Ja, wenn ich jetzt möchte, dass mein Hund vielleicht wirklich hinter mir geht, wie zum Beispiel meine Mutter, die ist jetzt schon ein bisschen älter und die möchte, wenn sie mit der Fee, also mit meiner Mali-Hündin, die Treppen runtergeht, dass die Fee hinter ihr geht. Und da wirklich möglichst exakt, weil sie sagt, sie ist dann halt doch auch vielleicht mal im Winter ein bisschen daddelig, meine Mutter. Und ja, als natürlich die Fee ihre Drang- und Sprungphase hatte, also da 4, 5, 6, 7, 9 Jahre alt war, hatte sie halt einfach Angst, meine Mutter, dass die Fee sie umzieht an der Treppe. Und deswegen hat meine Mutter halt wirklich darauf geachtet und von vornherein ihr beigebracht, du gehst hinter mir die Treppen runter. Und meine Mutter, wenn sie dann vielleicht noch was in der Hand hat, dann geht die auch Stufe für Stufe. Und wenn sie dann mal wieder stehen bleibt, dann sollte die Fee halt einfach auch stehen bleiben. Das war einfach ein Plan. Ich will das und das müssen wir durchsetzen, weil sonst wird es für meine Mutter halt unter Umständen vielleicht auch gefährlich. Mich interessiert das nicht so. Also ich bin da auch ganz ehrlich, weil wenn ich die Treppen runtergehe, darf die Fee neben mir gehen, kann aber auch ein Stückchen vor mir gehen. Dann ist es aber keine Planlosigkeit, sondern ich könnte sie zur Not halt einfach auch halten und dann ist es so. Ne? Und ich setze sie ja von Haus aus immer selber dann zuerst ins Auto rein und wenn ich dann was tragen muss, dann hole ich halt einfach das zum Tragen oder ich bringe sie zuerst in die Wohnung und hole dann halt einfach die Taschen. Also von dem her ist es mir jetzt egal. Hauptsache, sie zerrt mich jetzt da nicht die Treppen runter. Aber ob sie, wie gesagt, da ein bisschen vor mir geht oder neben mir geht oder hinter mir geht, das ist mir egal. Und das ist aber halt eben wichtig. Hunde können unterscheiden zwischen uns Menschen. Und deswegen ist es natürlich schon gut, dass man, wenn man eine Familie hat oder einen Partner hat und vielleicht auch Kinder ins Training einbezogen werden, dass man dann schon sagt, du, wenn ich jetzt den Hund auf die Decke schicke, dann ist mir das jetzt gerade in dem Moment wichtig und es wäre halt super nett, wenn du jetzt den Hund dann nicht rausholen würdest oder runterholen würdest oder mein Kommando halt einfach auflöst. Ne? Also das ist natürlich sehr wichtig, aber generell kann ich etwas anderes erwarten als jetzt mein Partner, als mein Kind. Und ich sage auch immer zu den Leuten, ich persönlich kann für niemanden einen Hund erziehen. Ich kann aber auch für niemanden einen Hund versauen. Und das ist natürlich sehr schön. Deswegen, ich kriege ja auch ganz viele Anfragen, ja, ich habe jetzt da so einen schwierigen Hund, kannst du den mal in die Hundepension nehmen? Und ich kriege da wirklich krasse Angebote auf schon bis zu 1000 Euro im Monat oder sowas, dass ich den Hund erziehe. Ja, natürlich könnte ich den Hund jetzt für irgendjemanden erziehen. Aber es bringt halt den Menschen nichts. Ne? Also natürlich kann ich hier, wenn ich diese schwierigen Hunde habe, die schwierigen Hunde ein bisschen auf Spur bringen. Ich habe da, wie gesagt, jetzt auch eine Deprivationshündin und mir ist heute das Herz wirklich aufgegangen, als diese Deprivationshündin heute wirklich ausgetickt ist mit einem anderen Hund, die hat gespielt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das letzte Jahr rausgerannt. Die ist gelaufen, der Schwanz oben mit dem Welpen umeinander und rechts und links und vor und zurück. Und ja, dann habe ich mir gedacht, wow, cool, den habe ich einfach wirklich wieder ins Leben zurückgeholt, diesen Hund. Und wenn ich dann natürlich auch kompetente Leute bekomme, die dann einigermaßen so weitermachen wie ich, dann habe ich den Hund natürlich aus seiner Lethargie rausgeholt. Das schaffen wir schon. Oder auch Hunde, die, ja, sagen wir mal zum Beispiel jetzt völlig aggressiv sind oder eben an der Leine zerren, dies und jenes. Und man arbeitet dann mit den neuen Leuten gemeinsam und gibt denen Tipps, was denn funktioniert hat bei uns und dass wir das vielleicht auch schon versucht haben. Und das hat halt bei diesem Hund vielleicht nicht geklappt. Und wir geben dann halt unsere Erfahrung weiter mit diesem Hund. Dann ist das ja auch gar kein Thema, wenn die Leute quasi da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Aber wenn die Leute völlig planlos sind, völlig chaotische Verhältnisse da zu Hause haben, die es denen eigentlich überhaupt nicht alles interessiert, die aber auch überhaupt nicht trainieren möchten
und jetzt von mir verlangen, dass ich den Hund innerhalb von einem Monat, weil sie mir ja natürlich auch Geld geben, für ein Leben lang leinführig mache oder dass er nicht mehr bellt oder dies und jenes. Und wie gesagt, sie üben und trainieren nicht mehr zu Hause, geht es nicht. Ich sage dann schon immer zu meinen Leuten, natürlich, wenn jetzt der Mann sagt, weil er vielleicht halt einfach auch schwerer ist und größer ist der Mann, du müsstest jetzt aber eigentlich, egal ob der Hund an der Leine zieht und die Frau, weil sie ja eben schmächtiger ist und kleiner ist als der Mann, sagt, nee, also ich möchte eigentlich schon, dass der Hund ordentlich an der Leine geht, wird natürlich der Hund hinterfragen bei der Frau, wenn er mit dem Mann gegangen ist und er ziehen durfte. Das dauert natürlich eine Zeit lang. Das ist jetzt nicht so, dass die Frau dem Hund jetzt sagt, du gehst bei mir jetzt schön und der Mann sagt zum Hund, du darfst bei mir ziehen. Wenn ich jetzt natürlich den Mann habe und der geht jetzt vielleicht auch eine Woche spazieren und die Frau hat vielleicht jetzt auch nur am Wochenende Zeit und die Frau geht da mit dem Hund, wird der Hund natürlich versuchen zu ziehen, was er beim Mann machen durfte. Wenn die Frau den aber dann nett sagt, ich möchte das nicht, du gehst jetzt wirklich neben mir, ich möchte einfach, dass du neben mir gehst und dass du mich nicht umwupperst, dann wird die, ich sage ja, über einen bestimmten Zeitraum, ihre Erfolge haben. Natürlich wird der Hund dann am Montag beim Mann vielleicht die ersten 5 Meter auch gut gehen und wird dann testen, so, warte mal, und wird dann natürlich wieder ziehen. Und die Frau wird dann auch am Wochenende wahrscheinlich auch nochmal eine Diskussion haben mit dem Hund und vielleicht auch nächstes Wochenende und vielleicht auch nochmal übernächstes Wochenende. Aber dann wird der Hund ganz klar unterscheiden können, da darf ich's und da darf ich's nicht. Ich sage ja genau das Gleiche wie bei uns. Mein Vater wollte das halt einfach, dass die Hunde da ihn anspringen und ihn kratzen und betteln und ja, keine Ahnung, was er da dran gefunden hat. Viele Menschen denken ja auch, wenn die Hunde da nach einem Leckerchen betteln, da hat er sie lieb oder keine Ahnung. Und wie gesagt, meine Mutter und ich wollten das nicht. Die Hunde haben natürlich nachgefragt bei uns. So, hey, und kriege ich von dir vielleicht auch noch was? Und wir so, geh ab da. Wir möchten das nicht. Die haben gar nicht mehr gefragt. Die sind gleich zu meinem Vater, haben den da belästigt, haben ihn da genervt. Und bei uns war die Sache durch. Und wie gesagt, deswegen, jeder von uns sollte sich für sich einfach mal überlegen, was möchte ich? Und bin ich denn davon dann auch wirklich überzeugt, was ich tue? Ja, also wirklich überzeugt davon dann, was ich tue. Und das ist halt das, wenn ich jetzt überhaupt gar kein Problem hat, dass mein Hund im Bett liegt, dann muss ich den auch nicht rausschmeißen, weil jetzt irgendjemand mir das sagt oder weil irgendjemand mir jetzt Angst macht, oh, wenn du deinen Hund da im Bett lässt, dann wird er. Ich meine, außer er attackiert natürlich meinen Partner, diese Fälle haben wir natürlich auch, dass der Hund schon so einen großen Stellenwert bei dem einen Partner hat und schon so wie ein König hier hofiert wird. Und ich hatte wirklich auch mal den Fall, da hat der Mann, das war ein älteres Ehepaar, hat irgendwie einen kleineren Hund, ich kann es jetzt nicht sagen, ich glaube ein Pudel oder irgendwie sowas, im Bett auch drin gehabt. Und der Mann hat gesagt, du, das ist tragisch, weil wenn ich dann nachts mal aufs Klo muss, ich traue mich gar nicht, aufs Klo zu gehen, weil der lässt mich dann nicht mehr in das Zimmer rein. Gut. Und da muss ich halt dann schon sagen, also gute Frau, also wenn der Hund deinen Mann nicht mehr ins Bett reinlässt, also dann hat der da aber auch wirklich nichts mehr zu suchen. Ich meine, man muss da natürlich auch immer überlegen, will denn die Frau vielleicht den Mann auch gar nicht mehr im Bett haben? Hatte ich tatsächlich auch schon mal, dass eine Frau zu mir gekommen und dann haben wir halt trainiert und dann hat sie gesagt, und das und das und das, das sind meine Probleme und die hätte ich halt einfach gerne mit dir besprochen. Und wie gesagt, da haben wir dann auch wunderbar trainiert. Das war so ein kleiner Pinscher. Und ja, und irgendwann, das war ganz interessant, war ihr Mann tatsächlich mal im Training dabei. Und dann saß der Hund bei ihr auf dem Schoß und der Mann kommt und der Hund geht völlig auf den Mann los. Und ich sehe das, dann sage ich, du, warte mal, das hast du mir ja noch gar nicht gesagt, dass da dein Hund, dein Mann jetzt da anfickt, wenn der bei dir auf dem Schoß sitzt, sollen wir da auch noch trainieren? Und dann hat sie mich so angegrinst. Und dann wusste ich eigentlich, dass die Frau da wahrscheinlich auch froh war, dass der Hund sie da verteidigt. Ich meine, habe ich jetzt nicht für gut empfunden, aber gehe ich da jetzt auch nicht in eine Partnerschaft rein, weil was soll ich ihn jetzt da machen? Ich kann ja jetzt der Frau, die das vielleicht halt einfach auch toll findet und sich denkt, boah, hey, dann setzt sich mein Mann wenigstens nicht neben mir, weil eigentlich habe ich den alten Jay schon dicke.
kann man sich ja dann auch nicht einmischen. Also wie gesagt, wenn er natürlich aber meinen Partner wirklich attackiert, dann muss man sich halt schon Gedanken machen. Und da sollte dann, Betonung liegt auf, sollte dann natürlich auch der Partner höher sein als der Hund oder einen höheren Stellenwert haben als mein Hund. Und dann müsste eigentlich aber auch tatsächlich der Mensch akzeptieren, dass der Hund dann vielleicht mal wirklich neben dem Bett liegen sollte. Oder dann vielleicht aber auch gar aus dem Schlafzimmer rausfliegt. Und wie gesagt, wenn du kein Problem damit hast, dass dein Hund an der Leine zieht, dann musst du natürlich auch nicht in Gegenwart von anderen Leuten rucken. Und da sind wir ja halt auch wieder, außer dein Hund attackiert andere Menschen und Hunde. Und natürlich, ich kann ihn gewichtsmäßig nicht halten. Also ich habe ja auch immer Leute, die gewichtsmäßig ihre Hunde nicht halten können, weil der Neufundländer jetzt 60 Kilo hat und die Person hat 60 Kilo. Und die Menschen sagen aber, ja, du, das interessiert mich gar nicht, weil er ist ja eigentlich eh ohne Leine die ganze Zeit. Ja, okay, wie machst du dann, wenn dir beim Spaziergang jemand entgegenkommt? Ja, dann hoffe ich, dass da ein Baum ist. Also das sind dann natürlich schon so Sachen, wo man als Trainer den Menschen schon mal ins Gewissen reden sollte und sagen sollte, ja, also das geht natürlich nicht. Und da muss ich dann auch tatsächlich mal meine Bedürfnisse oder meinen Plan oder das, was ich möchte, von dem Hund auch ein bisschen zur Seite stecken, weil es halt eben für das Gegenüber dann auch gefährlich sein soll. Was willst wirklich du? Deswegen einfach auch mal als Hausaufgabe. Macht euch Gedanken. Macht euch wirklich mal Gedanken, was wollt ihr? Und schreibt eine Liste, was euch wichtig oder was euch auch unwichtig im Alltag mit eurem Hund ist. Ne, und mir ist es zum Beispiel überhaupt nicht wichtig, dass meine Hunde einen Platz kommen. Also es war mir sehr wichtig bei der Fee, also bei der Mali-Hündin, gerade auch wegen ihren Jagdtrieb, weil sie ja natürlich, wenn man durch den Wald gegangen ist, typisch Mali, oh, da hinten ist was und wäre hinterher. Und da war es mir sehr wichtig, dass sie auch im Gehen, im Laufen in einen Platz runtergeht. Aber bei den Welpen, also beziehungsweise bei Charlotte und bei Eisbärchen, ist mir das überhaupt nicht wichtig. Also die können auch gar keinen Platz auf Kommando. Weil meine Hunde halt eben auch gelernt haben, ja, wenn die Diane da steht, dann setzen wir uns hin. Und wenn es zu lange dauert, dann lege ich mich hin. Das war mir halt sehr wichtig für meine Herdenschutzhunde, dass sie zum Beispiel keine Menschen anspringt. Dass sie, wenn der Unterricht ist und die laufen da umeinander, nicht einfach ungefragt zu anderen Menschen hingehen und die vielleicht dann halt auch stellen, weil sie halt eben Herdenschutzhunde waren. Das war mir wichtig. Mir war wichtig, dass Leute in meinen Hundeladen reingehen können und meine Hunde da nicht zum Bellen anfangen. Und selbst wenn die Leute mit Hund reinkommen in meinen Hundeladen, da meine Hunde nicht auf die anderen Hunde drauf geht. Das war mir wichtig. Und mir war natürlich auch sehr wichtig, dass Eisbärchen und Charlotte eigentlich nicht an der Leine laufen. Das war mir eben sehr wichtig, dass die ein Kommando Fuß können oder ran. Wir haben bei denen ein Ran antrainiert. Und dass die da ohne Leine quasi neben mir gehen, weil ich zum damaligen Zeitpunkt noch die Easy hatte und die Fee jetzt eben und den Charlie. Und wenn dann da natürlich mit 5 Hunden gehst, dann waren mir halt einfach 5 Leinen auch ein bisschen zu viel. Deswegen war es dann halt einfach so, dass wir damals dann uns überlegt haben, okay, ich möchte, dass diese 2 Hunde keine Leine drauf haben. Und das haben wir halt eben auch trainiert und das haben wir dann eben auch aufgebaut. Und jetzt ist ja eben Easy gestorben. Jetzt habe ich dann nur noch 2 an der Leine, Fee und den Charlie. Und die 2 Welpen, die laufen dann halt eben ohne Leine mit. Oder wenn wir dann eben durchs Dorf gehen oder wir sind im Urlaub und wir müssen denen eine Leine drauf machen, dann wird aber die Leine an meinem Gürtel befestigt und es sind dann eben auch die Hände frei. Und das war mir halt eben wichtig. Und ein Platz ist mir nicht wichtig bei diesen Hunden. Weil, wie gesagt, sie sind von Haus aus so ein bisschen gechillt und wenn ich halt länger stehen bleibe, dann legen sie sich halt von Haus aus hin. Es ist mir auch nicht wichtig, dass meine Hunde ein Kunststück können oder ein Pfötchen oder irgendwas. Was mir aber wichtig ist, dass meine Hunde stehen bleiben und dass ich mich vor die hinstellen kann. Das ist mir eben auch in meinem Alltag wichtig, ne? Weil ich halt eben auch viele Hunde habe. Und wenn ich da mit denen spazieren gehe und es kommt mir jemand entgegen, dann sollen meine Hunde sich hinsetzen. Und dann stelle ich mich vor die hin und dann sollen die einfach alle hinten bleiben und es akzeptieren, dass ich vorne manage und dass ich zur Not den anderen Hund manage, weil sonst habe ich Gruppendynamik.
Und wenn ich natürlich jetzt nur einen Hund habe und das ist vielleicht auch ein ängstlicher Hund, dann sind mir einige Sachen vielleicht gar nicht so wichtig, weil ich dann vielleicht einen 3 Kilo ein bisschen unsicheren Hund habe. Und da ist es mir, wie gesagt, egal, ob der jetzt wie der und überhaupt, weil ich keine Gruppendynamik habe. Und deswegen jeder für sich. Und macht dann bitte eine Liste, was ist jetzt meinem Sohn wichtig, was ist meiner Tochter wichtig, was ist dem Mann wichtig oder dem Partner wichtig und was ist eben mir wichtig. Und dann aber halt natürlich schon auch in der Gruppe kommunizieren, das, was mir wichtig ist, darf aber vom anderen dann auch nicht belächelt werden. Ja, das ist halt eben ganz wichtig. Wenn ich möchte, dass der Hund auf die Decke liegt, wenn ich esse, dann wäre es halt schon schön. Ne? Und natürlich kann man auch so familienwichtige Alltagsdinge oder eine Alltagsliste machen. Was ist für die Familie wichtig? Dass wenn die Kinder zum Beispiel die Tür auflassen, dass der Hund nicht mit rausläuft. Finde ich ja zum Beispiel auch so eine Sache. Ne? Tür auf und Hund soll nicht gleich rausdonnern. Und das sollte eben für die ganze Familie wichtig sein. Und dann ist es halt eben auch sinnvoll, dass ich dann meine Liste abarbeite, weil manche Leute fühlen sich dann auch immer im Hundetraining so überfordert und dann kommt ganz häufig dieser Satz, ja, Diane, also wir haben zum Beispiel jede Woche auch einen Stundenplan, der sich so ein bisschen von den Themen ändert. Ich habe zum Beispiel eine Basisstunde und in der einen Woche mache ich da mal Schleppleintraining, in der nächsten Woche Blickkontakt, in der nächsten Woche Unterschied Geschirr-Halsband, Leine anziehen, Tierarzttraining etc. Und dann fragen die Leute aber, ja, Diane, in welche Stunde soll ich denn jetzt kommen? Ja, was ist dir denn jetzt wichtig? Was willst du denn? Und wir haben zum Beispiel eben eine Hundesozialspielgruppe oder eine Hundekennenlerngruppe, wo die Hunde halt eben mit anderen schnüffeln dürfen, wenn es dann nicht völlig Halligalli ist, mit anderen Hunden auch laufen dürfen. Ich erkläre da ganz viel Hundesprache. In der anderen habe ich Außentraining, dann haben wir eine Leinenführigkeit, dann habe ich eben diese Konzentration-Führanspruch, dann haben wir eben diese Basistraining, dann haben wir Longieren, Apportieren. Ja, aber ich muss mir doch überlegen, was möchte ich denn jetzt? Wenn ich jetzt einen Leinenpöbler habe, dann wäre halt vielleicht die Hundebegegnungsstunde was. Und da muss ich mir halt überlegen, okay, was ist jetzt wirklich meine Nummer eins? Was möchte ich jetzt oder an was möchte ich jetzt zuerst trainieren? Und wenn es eben die Hundebegegnungen sind, dann muss ich dann vielleicht aber meinen Rückruf ein bisschen zurückstecken. Und ich kann natürlich nicht alles. Ich kann nicht Sitz, ich kann nicht Platz, ich kann nicht Rückruf, Blick, Decke, Leinenführigkeit, alles in einem Spaziergang irgendwie darunter bringen. Und deswegen sage ich auch gerade bei Leuten, die sich dann so überfordert fühlen, mach dir doch mal einen Wochenplan. Ja, also auch in Bezug auf Wetter, in Bezug auf, wie viel musst du arbeiten, in Bezug auf irgendwelche anderen Termine, mach dir doch mal einen Wochenplan. Und dann überleg einfach mal am Montag, okay, ich habe ein bisschen Probleme in der Hundebegegnung, dass mein Hund einfach sitzen bleibt. In der Nachbarschaft ist ein Hund, der ist immer draußen, der bellt. Okay, dann gehe ich da mal hin die 200 Meter. Und dann bleibe ich da einfach mal eine Viertelstunde sitzen und dann gehe ich wieder heim und dann tue ich den Hund einfach in sein Zimmer und dann schläft er dann eine Stunde drüber. Und dann gebe ich ihm den Kong, weil ich den ja auch schon eingefroren habe, weil ich mir einen Plan gemacht habe. Ne? Und das fehlt halt diesen Leuten auch immer. Und deswegen, genau, einfach mal eine Liste machen und arbeitet diese Liste ab. Der Mann oder der Partner soll halt quasi die Liste abarbeiten oder seine Liste abarbeiten. Ich arbeite meine Liste ab und dann halt eben noch diese Gemeinschaftsliste. Ja, das große Problem, weshalb uns unsere Hunde natürlich auch nicht verstehen können, ist ja die Emotionen. Und da hat Dorit Feddersen Pedersen so einen schönen Satz mal gesagt: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Hund und einem Menschen? Und dann halt eben, Hunde lügen nicht. Und wir Menschen lügen. Es ist halt einfach so, wir Menschen sagen sehr häufig nicht die Wahrheit. Jetzt kommen wir ja gerade wieder in diese Sache rein, so in 2 Monaten, wenn diese ganzen Weihnachtsfestel sind. Und ich höre permanent im Unterricht dieses Gejammer. Oh, und heute muss ich schon wieder da auf dem Weihnachtsmarkt. Und da muss ich auf die Weihnachtsfeier vom Verein XY. Und nächstes Wochenende muss ich von Verein XY. Und da muss ich von der Arbeit. Und mich regt das eigentlich alles auf. Und ich will da gar nicht hin. Ja, warum gehst du denn dann dahin? Warum? Wenn ich deinen Chef frage, du kannst du mal länger da bleiben, kannst du nicht Nein sagen.
Ne? Also es ist einfach immer dieses große Problem, wir lügen. Wir lügen, um vielleicht halt eben auch so ein bisschen besser durchs Leben zu kommen oder um das Gegenüber nicht zu enttäuschen. Aber kommen wir denn dann wirklich besser durchs Leben? Wir denken immer, wir kommen damit besser durchs Leben, wenn wir auch mal keine Konflikte eingehen. Aber ich habe ja den Konflikt, klar hat mein Chef dann vielleicht nicht den Konflikt, wenn er sagt, du arbeite du mal 10 Stunden und ich zahle dich jetzt für 8 Stunden. Der hat dann keinen Konflikt, wenn ich immer Ja sage. Aber ich habe ja den Konflikt. Mir geht es ja nicht gut dabei, weil ich ja dann natürlich nach Hause gehe und mich bei meinem Partner wieder auskotze. Dann vielleicht eben bei meinem Hund das jetzt natürlich auch wieder auslasse. Ich gedanklich gar nicht bei ihm bin. Und das ist eben halt das große Problem. Hunde lügen nicht, Hunde verstellen sich da auch nicht. Klar können Hunde uns auch manchmal täuschen und sind natürlich Hunde auch listig, wenn sie was möchten und ja, und wissen dann auch genau, der Blick, dann kriege ich auch einen Keks und das, dann kriege ich das, ne, klar. Aber richtig lügen tun sie nicht. Und die Leute verstehen das dann natürlich halt auch gar nicht, wenn der Hund mal knurrt. Weil der Hund knurrt halt eben. Der sagt nicht, ja, okay, jetzt streichel mich an, alles doof, so wie wir das machen, sondern der Hund, der knurrt dann halt einfach. Und dann sind die Leute immer völlig überfordert und völlig aufgebracht, wenn der Hund sie mal angeknurrt hat. Und ja, ein Hund knurrt, wenn ihm etwas nicht passt. Und ein Hund schnappt auch, wenn ihm etwas nicht passt. Und ein Hund weiß auch, wenn ihm etwas nicht passt. Deswegen ist er ja nicht böse, aber er ist halt einfach ehrlich. Und da kommen halt sehr viele Leute gar nicht mehr klar. Und halt eben auch da wieder so ein bisschen die Planlosigkeit, dann eben, weil ich mich sehr viel verstellen muss in meinen Alltag, verstelle ich mich dann auch beim Hund, auch ein bisschen, weil ich Angst habe, dass er mich dann vielleicht nicht lieb hat, weil ich Angst habe, dass mich mein Partner nicht lieb hat, weil ich Angst habe, dass ich gekündigt werde, weil ich Angst habe, weil ich Angst habe, weil ich Angst habe. Und diese Angst, die spielt halt sehr häufig mit. Und nehmen wir jetzt nur mal dieses Beispiel, dein Hund läuft weg und er kommt wieder. Und dann sind die Leute so, ja Diana, was soll ich denn da machen? Und ich habe da halt immer so ein kleines Problem dann auch mit den Leuten, weil ich bin halt auch sehr ehrlich. Ich bin ein sehr ehrlicher Typ, gerade alle, die mich kennen, die wissen auch, dass ich dann halt auch sehr, ja, ehrlich, okay, mittlerweile sage ich das dann schon, sage ich so, du, das tut mir jetzt echt leid, das ist jetzt die Wahrheit, ne, weil wenn ich das dann da gleich mal buff raushaue, dann war es halt in der Vergangenheit immer so, boah, dass die Leute geguckt haben und mit der Wahrheit ja nicht klarkommen. Ich umschreibe das jetzt dann schon immer schön und sage, so eigentlich möchte ich das gar nicht sagen. Es ist jetzt ehrlich und ehrlich kann dann auch mal wehtun, ne, und aber diese Frage, ja, wie empfindest du denn, wenn dein Hund wegläuft? Bist jetzt du wütend? Oder bist du enttäuscht von deinem Hund? Oder bist du aber jetzt auch total, ja, wirklich glücklich, weil dein Hund kurz, weil du jetzt zum Beispiel spazieren gegangen bist und der Hase rennt raus und der Hund rennt den Hasen hinterher und die rennen beide in Richtung Straße und dieser Hund oder beziehungsweise der Hase und der Hund drehen kurz vorher um, Hase ist dann weg und kommt zurück. Und du bist einfach echt froh, dass der Hund nicht über diese Straße gelaufen ist. Dann zeig's ihm doch. Also klar, ich würde den jetzt vielleicht nicht mit Keksen überschütten. Und ich würde ihm jetzt dann natürlich auch nicht sagen, dass er so super toll ist. Aber ich würde halt einfach sagen, hey, super, schön, dass du wieder da bist. Puh, ich hatte jetzt echt Angst, dass du jetzt da echt da platt bist. Würde ich ihn einfach an die Leine nehmen und dann würde ich gehen. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt da natürlich nicht mit dem jetzt irgendwie Ball spielen und ich würde jetzt denen jetzt da nicht 3 Tonnen Kekse geben, aber ich würde es doch kommunizieren, dass ich einfach jetzt froh bin, dass er jetzt da nicht platzt, da wie eine Flunder auf der Straße liegt. Wenn du enttäuscht bist, dass der Hund dich jetzt halt einfach hat stehen lassen, dann zeig's ihm doch auch. Der kann doch, wenn er zurückkommt, kannst du doch sagen, hey, ich bin jetzt echt traurig. Du kannst dir auch weinen, ne? Oder du kannst dir jetzt wirklich in ein Wortlos anleinen und dann einfach nach Hause gehen betröppelt. Man muss da nicht immer stark sein, weil wir denken immer alle, wir müssen stark sein, um den Boss zu sein. Der Hund merkt es aber, dass wir da gerade nicht der Boss sind, weil wir gerade irgendwie danach riechen, nach Traurigkeit. Und dann kann ich ihm das doch einfach auch mal zeigen. Wie gesagt, ich würde jetzt da nicht den Hund auch wieder ausschimpfen oder viel quatschen. Ich würde ihn dann einfach an die Leine nehmen und der wird es dann schon an meinen Gesicht erkennen, dass ich da vielleicht halt enttäuscht bin. Aber ich würde es nicht überspielen, einfach meine Enttäuschung. Und wenn ich sauer bin, weil, das ist mir einmal passiert mit meiner Mali,
Die ist quasi mal abgezischt und ich habe dann gerufen, nein. Und sie bleibt stehen, dreht sich um zu mir und hat so wirklich so Winke-Winke gemacht. Also, das hast du ihr so richtig angesehen. Sie ist stehen geblieben, dann hat sie sich umgedreht, hat mich angeguckt und dann so Mittelfinger und weg war sie. Und dann war ich natürlich richtig sauer, als sie gekommen ist. Klar, ich habe die jetzt nicht verprügelt, um Gottes Willen. Aber als sie gekommen ist, habe ich schon von 20 Meter Schmutzen angefangen. Ja, da bist du ja endlich und jetzt habe ich hier warten müssen. Und ja, du bist ja hier eine. Und dann habe ich die genommen, habe die angeleint und bin dann halt motzend heimgegangen. Die ist nichts mehr hinterhergegangen. Ne? Ich habe gesagt, oh, also das war kein schöner Spaziergang. Die ist übrigens nie so Fuß gegangen wie an diesem Tag. Die ist aber, wie gesagt, auch nie wieder irgendwas hinterhergelaufen. Aber ich darf das doch machen. Klar, wie gesagt, ich soll jetzt den Hund da nicht tierschutzrelevant irgendwie maßregeln. Aber ich kann ihn doch einfach zeigen, wie ich mich halt fühle. Und das ist halt immer dieses große Problem, dass Leute so verkopft sind. Keiner hört mehr auf sein Bauchgefühl mehr. Und alle sind hier nur noch verkopft und denken und machen. Und was denkt der? Und wäre das jetzt richtig? Und wenn ich ihn jetzt vielleicht eben auf 20 Meter schon zum Mosern anfange, wenn er dann kommt, ja, kommt er denn dann noch überhaupt? Und ich habe mal irgendwo gelesen, ja, wenn er dann zurückkommt, dann soll ich es ihm schön machen und überhaupt. Nein, seid einfach ehrlich. Ne? Und das ist eben das Wichtige. Und ich habe das aber zum Beispiel halt auch mal gesehen, oder sehr häufig schon gesehen, bei Hunden, dass wenn einer zurückkommt, dass die dann auch mal sauer sind und den anderen wirklich verkloppen. Ist mir tatsächlich passiert mit meiner Easy und einem Pflegegast. Ich hatte einen Pflegegast mal bei mir und das war gewitzt. Also, das war irgendwie so witzig. Ich bin losgegangen quasi und da war noch eitel Sonnenschein und dann komme ich zurück und eben hinten, also hinter mir hat ein Gewitter aufgezogen. Da war schon so ein bisschen düster. Ich habe das aber dann irgendwie nicht gesehen, weil es noch nicht geblitzt und gedonnert hat. Und der Pflegehund hat das aber schon irgendwie so gemerkt und ist schon unruhig geworden. Ich so, ja, was hat er denn? Und das gibt es ja nicht und keine Ahnung. Und wie gesagt, wir sind gegangen. Und irgendwann, ja, kam der erste Blitz und der erste Donner. Und der hat sich losgerissen. Und dann ist der, Gott sei Dank war das aber, weiß ich nicht, 100 Meter von der Hundeschule entfernt, dann ist der ab über den Acker und wollte weglaufen. Und dann stand da Gott sei Dank eine Baumreihe. Und dann ist der da an diese Baumreihe gerannt und da war eben ein dichtes, ja, also das war halt ganz dicht. Und dann ist er da so rechts und links an der Baumreihe, wollte dann irgendwie durch, hat es aber nicht geschafft und ist zurückgekommen. Und was macht die Easy? Der kam, die hat den gepackt, die hat den niedergemetzelt, die hat den einmal kurz durchgeschüttelt und die hat den einfach wieder hergeholt. Und dann hat er die angeguckt und dann war der wieder da. Dann habe ich die Leine aufgenommen, da habe ich mir erstmal gedacht, wow, what the fuck, was ist denn das jetzt hier? Habe die Leine aufgenommen, dann sind wir relativ entspannt, sind wir dann daheim gegangen. Wie gesagt, ich würde es jetzt als Mensch nicht machen, weil Menschen neigen ja dann auch drüber, also eins drüber zu gehen und dann wieder emotional zu werden. Und die Easy, die war einfach sauer, hat kurz Wuff gemacht und dann war es wieder gut. Ja, und wir Menschen, wie gesagt, sind da ein bisschen so immer Wuff und gleich und überhaupt und zu viel. Aber unser Bauchgefühl ist, wie gesagt, ganz wichtig. Es ist einfach wichtig. Und ich sage, oder ich beobachte ja ganz viele Menschen auch, und der erste Impuls wäre immer so richtig bei den Leuten. Ne? Zum Beispiel, mein Hund springt in die Leine und dann erstmal so dieses, ich möchte am liebsten jetzt einen Schritt nach vorne gehen. So dieses, man merkt schon, das Bein zuckt und man hat so dieses, der Schwerpunkt geht schon nach vorne, man hat diese Intuition, nach vorne zu gehen. Und dann bleiben sie auf einmal stehen und dann so kommt dieses Fragezeichen. Ist das jetzt richtig? Was soll ich jetzt machen? Und ich ermutige eigentlich immer die Leute, macht diesen ersten Impuls zu Ende. Das wird dann schon der richtige sein. Oder ganz häufig machen die Leute den ersten Impuls. Sie gehen dann vielleicht wirklich vor dem Hund, wenn er ihnen in die Leine reinspringt. Und dann, ja, war das jetzt richtig? Und dann wechseln die. Und dann kommt der nächste Impuls, der dann vielleicht auch noch richtig wäre. Und dann überlegen sie wieder. Und dann springt der Hund wieder in die Leine und wieder in die Leine. Und der Hund sagt, der oder die da hinten zieht eigentlich gar nichts durch. Und das ist natürlich ein großes Problem dann. Und das ist eben auch so eine Sache, wie oft schimpfen wir unseren Hund einfach mal so, weil es von uns verlangt wird.
ne, weil eben der Trainer jetzt möchte, dass der Hund, ist doch jetzt egal, zum Beispiel einen Vorsitz macht oder weil der Trainer das jetzt verlangt, dass der Hund wie eine Sphinx im Platz sitzt und jetzt nicht irgendwie auf einer rechten oder linken Seite mit seiner Popobacke. Und dann schimpfen wir unsere Hunde, weil, ja, weil es von uns verlangt wird. Und auch wir sind da wieder nicht so richtig überzeugt davon, aber wir sollen das machen. Oder, ja, die Teilnehmerin ist jetzt auch dabei, am Wochenende auch eine Teilnehmerin, die nicht überzeugt war vom schön fütternden Hundebegegnungen. Ne, und hat das aber halt einfach auch gemacht. Und man hat ihr im Gesicht so angesehen, sie findet es voll scheiße. Ne? Also sie ist überhaupt nicht überzeugt von diesem Schönfüttern und sie mag da auch gar keine Kekse so haben. Und ihr Hund fand das natürlich total toll. Aber ja, dieses einfach mal so, ich mach das, weil es von mir verlangt ist. Ich lob aber auch den Hund, ja, weil es auch von mir verlangt wird. Aber eigentlich, ja, freuen tue ich mich nicht wirklich. Ja, okay, mein Nachbar hat jetzt gelobt, seinen Hund, und der vor mir hat jetzt, und der andere links von mir hat jetzt auch, ja, dann lobe ich halt auch mal. Toll! Und dann kommt dieses in die Rippen reingehauen, und boah, dann denke ich mir mal, hey, kannst du dich eigentlich echt freuen, wenn dein Hund zum Beispiel Sitz macht? Oder was freut dich denn bei deinem Hund? Oder warum hast du denn überhaupt einen Hund? Ne? Und auch die Frage, wie oft sind wir denn tatsächlich auch mal stolz auf unseren Hund? Und ich hatte auch mal eine Teilnehmerin bei mir, die hatte einen Pudel oder hat einen Pudel, um Gottes Willen, also die ist nicht mehr bei mir, aber sie hat den Pudel immer noch. Und die Pudel haben echt viel gekonnt. Also die hat auch ganz viel mit denen Distanzarbeit gemacht und apportieren und longieren und Tricks konnten die ganz viel. Und die war dann, also die konnte super motivieren auch. Also total genial. Also die Frau hat auch Klicker und hat, das hast du dir richtig angesehen. Aber die hat sich halt jede Woche irgendwie was anderes vorgenommen. Salto rückwärts und keine Ahnung. Und der Hund soll auf einem Bein stehen und der Hund soll keine Ahnung was machen. So, aber dann hat die Alltagsgeschichten gar nicht mehr gelobt. Dann war halt Sitz, Platz, Fuß. Und da ist sie relativ emotionslos gegangen. Und wenn sie dann gesagt hat, seid rückwärts, und er hat es gemacht, ja, klasse, super, und dann ist die aufgegangen. Und nochmal, die konnte echt emotionales richtig gut, die war nicht drüber, die war genau Zeitpunkt, genau hat die gelobt und alles, aber halt nur ihre neuen Sachen. Und so, der habe ich dann halt auch gesagt, irgendwann, sag ich, mir fällt das echt auf, wenn du im Unterricht bist, du lobst nicht mehr so. Und dann war diese Pause, hä, spinnst du? Sag ich, nee, du lobst eigentlich nur schwierige Dinge. Oder wenn du dann auf 10 Meter, ich sag ja, dann dreh dich, Pfote, Männchen und dann noch Rolle machst, dann freust du dich. Aber wenn du auf 10 Meter an Sitz machst, das dann eigentlich nicht. Und dann kam die eine Woche später und sagte, Diane, du hast echt recht. Also ich bin eigentlich nur noch stolz auf die ausgefallenen Sachen. Und dann sagt sie, danke, dass du mich mal wieder gerüffelt hast. Und eigentlich bin ich aber wirklich ja nur stolz, dass sie so geil ist. Ne? Und sie hat sich da auch ganz lange Gedanken drum gemacht. Und auch da vielleicht mal so eine Liste schreiben. Auf was sind wir stolz? Auf was können wir beide aber halt einfach auch mal stolz sein? Mein Hund und also oder ich mit meinem Hund, weil wir vielleicht das und das schon geschafft haben. Ich hatte auch letzte oder vor 14 Tagen mit einer Kundin ein Gespräch, weil die auch im Unterricht geweint hat. Und ja, und guck mal, wir machen alles falsch. Und dann habe ich ihr einfach mal auch zu, ja, mal so gesagt, du bist gekommen. Dann hat dein Hund im Auto geschrien. Wir haben noch nicht mal die Autoklappe hochbekommen. Der Hund hat durchgeschrien. Wir haben den Hund dann nicht aus dem Auto bekommen. Der Hund hat durchgeschrien. Jetzt stehst du auf dem Hundeplatz. Dein Hund schreit nicht mehr. Du kannst rausgehen. Du kannst das machen. Hey, mach dir doch mal bitte eine Liste, was halt einfach du schon erreicht hast mit deinem Hund. Und dann hat sie noch mehr geweint, weil sie gesagt hat, oh, Diane, danke. Und, oh, und das hat sie jetzt total ermutigt. Und das ist, wie gesagt, halt auch ganz wichtig. Also, wenn wir schimpfen, dann mit Emotionen. Und wie gesagt, ich kann auch mal schimpfen. Und ich kann auch mal, wenn ich schlecht gelaunt von der Arbeit komme oder nach Hause komme oder mich hat jemand tierisch genervt, auch mal zu meinem Hund sagen, jetzt hau mal ab. Weil ich es ja ausdrücke. Ne? Körper, Geist und Seele. Alle achten immer so auf ihre Körpersprache, dass die Schulter richtig ist und dass man richtig steht. Aber
irgendwie so diese Körper, Geist und Seele-Geschichte, da achtet irgendwie keiner drauf. Ne? Bin ich denn jetzt wirklich Körper, Geist und Seele? Und wenn ich jetzt nach Hause komme und ich will jetzt gerade wirklich nicht kuscheln und ich will es jetzt einfach nicht, dass der Hund jetzt daherkommt und lass mich jetzt erstmal abreagieren und ich muss mich jetzt vielleicht erstmal bei meinem Partner auskotzen und dann kann ja der Hund kommen, dann bin ich aber halt in einer ganz anderen Emotion drin. Und achtet da einfach. Der Hund kann es nicht verstehen. Der Hund sieht eure Augen, der Hund sieht euer Gesicht, der Hund riecht es. Wie gesagt, ich kann es ja auch immer nicht verstehen, dass ich so stinke. Der Hund merkt es halt einfach an eurer Stimme, der Hund merkt es an euren Gesten, der Hund merkt es an eurem Körper. Da achtet immer keiner auf irgendwie Körpersprache. Aber Körpersprache, das wird ja immer ganz groß geschrieben. Ne? Wir haben Körpersprache bei der Leinführigkeit und körpersprachliches Longieren und körpersprachliches Apportieren. Und wenn es aber um so Kleinigkeiten geht mit Emotionen, da verstellen sich die Leute, weil die Körpersprache muss sein, empfindest du das aber jetzt gerade wirklich so, wie du jetzt über deinen Körper versuchst auszudrücken. Und dann sind wir ganz, ganz, ganz häufig eben in einem Nö. Und eben, wie soll ein Hund unser Lob richtig deuten, wenn wir es denn schon gar nicht so meinen? Und wie soll denn der Hund dann vielleicht auch das Schimpfen ernst nehmen, wenn wir das ja eigentlich auch gar nicht so meinen? Und deswegen fordere ich eigentlich die Leute auch ein bisschen mehr zu Mut und Ehrlichkeit, ne, in der Hundeerziehung. Ehrlichkeit ist eben so wichtig. Man muss da natürlich auch Mut zur Ehrlichkeit haben. Weil wenn ich dann eben auch mal sage, jetzt hör einfach mal auf, und mein Trainer dann sagt, ja, aber das war jetzt nicht positiv, ich habe es aber gerade empfunden, dann ist es doch einfach auch richtig. Und wie gesagt, gerade immer nur dieses Positiv und ja, nicht den Hund stressen. Meines Erachtens haben wir so viele gute Leute, die aber genau deswegen einfach das Bauchgefühl verlieren. Ne? Wie gesagt, es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, wenn jetzt Brachialgewalt an einen Hund kommt, dass ich dann sage, hey, es darf nicht sein und um Gottes Willen, aber wenn doch mal einfach ich emotional auch mal wirklich enttäuscht bin, bitte rauslassen. Was ich dann zu meinen Leuten sage, ist, dann komm gar nicht erst ins Hundetraining. Ne, das ist eben dann ganz wichtig. Dann mach erst gar nichts mit deinem Hund, wenn du gerade wütend bist oder wenn du gerade enttäuscht bist. Dann wäre es eben besser, wenn es von mir so 5 Minuten vorm Training ist, absagst, weil du sagst, du hast gerade irgendwie einen scheiß Tag, du hast dich gerade echt geärgert, dann komm aber auch gar nicht. Und das wäre natürlich auch eben wieder dieser Mut zur Ehrlichkeit. Aber viele haben da ja schon gar nicht diesen Mut oder denken sich, aber ich muss das ja und überhaupt und dieses muss schon wieder in die Hundeschule und was denken die und da sind wir schon wieder zu verkopft. Also, denkst da, Mut zur Ehrlichkeit. Und wie gesagt, das ist halt das, wir können die Hunde eben nicht veräppeln, weil wir riechen nach der Emotion, die erkennen das an unserer Mimik und die sehen natürlich unsere Gesten. Was ein großes Problem ist in der Hundeerziehung, das ist einfach dieses Methodenhopping. Ich weiß es jetzt nicht, ob das jetzt so stimmt mit den Tagen. Ich habe das jetzt einfach mal so aufgeschrieben. Sonntag gucken die Leute Martin Rütter, Dienstag zum Beispiel Cesar Millan, Donnerstag sind sie dann in der Hundeschule und am Samstag dann die Welpentrainer. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das so ist, weil ich gucke das ja alles nicht. Ich hatte aber tatsächlich auch letztens eine Kundschaft da. Ich meine, es war halt echt witzig. Also es war ja eigentlich tragisch, aber es war halt einfach so witzig, wie wir da drauf gekommen sind. Und da war ja noch jemand, der auch gerade hier in dem Webinar hier gerade dabei ist. Und wir haben uns echt angeschaut und wir hatten eine Megastunde, weil wir uns einfach nur totgelacht haben über die Frau. Und die musste ja dann selber mitlachen. Also Thema ist, ihr Hund hat ein Riesenproblem in der Hundebegegnung. Und tickt da halt einfach auch aus. Und ich frage dann eben auch immer, wie die Basis zu Hause ist. Und frage dann halt einfach auch, ja, kann der Hund ein Deckenkommando? Wo liegt denn der Hund? Und dann kommen schon diese ersten, eigentlich und so. Und dann sage ich, du, dein Hund kann auch auf der Couch liegen. Du kannst es doch offiziell sagen, meine liegen auch auf der Couch. Was, deine Hunde liegen als Hundetrainer auf der Couch? Ja, meine Hunde liegen auf der Couch. Also, wie gesagt, dann sind wir von Hölzchen auf Stöckchen gekommen und im Endeffekt war es dann, dass ich gesagt habe, also ja, wenn du ja nur über die Basis zu Hause schaffst, dann wie willst du Hundebegegnungen schaffen? Und da war es wirklich so, dass die Frau ein Problem hat, dass wenn die Wohnung verlässt, dass der Hund ihr auf den Tisch springt und da drauf macht. Pipi und Kaka. Und jetzt hat sie mir am Wochenende erzählt, also sie hat jetzt schon einen Termin mit der Isabelle als Hausbesuch ausgemacht, jetzt hat sie mir am Wochenende erzählt, dass der Hund tatsächlich auf
die Küchenanrichte gesprungen ist und sie so viel Angst hatte, dass sie den Herd anschaltet, weil nicht, dass die sich da auch verbrennt. Also es ist ein kleiner Hund. Ne? Der Hund hat vielleicht einmal 40 Zentimeter ab und dann springt die auf die Küchenanrichte und hat da auch drauf gemacht. So, also wie gesagt, die eine und ich haben uns dann nur angeguckt und wie gesagt, wir hatten eine wunderbar herrliche Stunde, weil ich habe nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Und dann so, ja, aber das ist Angst. Und dann sage ich, wie kommst du da drauf, dass das Angst ist, dass dein Hund auf einen Tisch drauf springt und der im wahrsten Sinne des Wortes auf den Tisch scheißt. Wie kommst du da drauf, dass der Hund Angst hat? Ja, das war bei Martin Rütter. Und dann genau diese Pause so. Hä? Wie? Ja, bei Martin Rütter war anscheinend auch irgendwie ein Fall. Wie gesagt, nochmal, ich habe mir den nicht angeguckt. Und dann hat sie gesagt, ja, da war auch so ein Hund, der dann eben reinwieselt, wenn die Frau das Haus verlässt. Und da hieß es, es ist Angst und das darf man unter keinen, und, also das darf man nicht schimpfen oder sowas. Und sie hat dann aber auch Videos von ihrem Hund gemacht. Also der springt, die rennt quasi bellend durch das Haus, springt dann auf den Tisch, späht dann auf dem Tisch umeinander, aber mit Rute oben und ey, wo bist du? Genau, und dann pinkelt sie und kackt sie wieder da drauf. So. Also dieses Methodenhopping ist dann natürlich immer so ein kleines Problem, auch wenn natürlich die Leute, hatte ich auch jetzt letztens, hat eine Kundschaft von mir einen Hausbesuch bei der Isabel gemacht und die Isabel macht noch nicht so ganz lange Hausbesuche, also so ungefähr erst ein Jahr. Und die hat es am Anfang so ein bisschen gut gemeint, Isabel, und hat dann immer so gleich mal 2 Stunden, 2,5 Stunden Hausbesuche gemacht. Und dann habe ich sie aber jetzt auch ein bisschen gezügelt, die Isabel, und habe gesagt, Isabel, also Hausbesuche bitte nur 1 Stunde, mehr können die Leute nicht aufnehmen. So. Und die Isabel hat dann das und das und das besprochen mit den Leuten und gibt dann den Leuten auch Hausaufgaben auf und gibt es dann auch in schriftlicher Form den Leuten. Und dann haben die Leute mit einer Übung von der Isabel, die sie als Hausaufgabe aufgegeben haben, ein Riesenproblem bekommen. Zum Beispiel das Halten. Also wir haben halt oft das Halten, dass wir halt sagen, kniet euch mal neben die Hunde, nehmt sie auf die rechte oder linke Seite und haltet ihr einfach. Standby-Übung. Und da hat die Isabel ihnen das quasi gezeigt. Wir hatten das auch schon im Unterricht besprochen, diese Standby-Übung. Die kannten die auch schon. Und die Isabel hat halt eben auch gesagt, wenn der Hund im Stress gerät mit Besuchern oder sowas oder mit Radfahrer draußen, sollen sie das halt vielleicht auch einsetzen. Fakt war aber, dass der Hund umgelenkt hat in Stresssituationen und gegen die Besitzer geschossen sind. Und dann haben sich aber die Besitzer leider nicht mehr getraut oder keine Ahnung, das halt natürlich zu machen. Sie haben aber auch keine Rücksprache mehr mit uns gehalten. Betonung liegt mit uns, weil sie hätten sie auch mir sagen können, dann hätte ich es ja der Isabel sagen können. Und dann haben sie aber andere Menschen gefragt, haben im Internet recherchiert, haben Bücher sich gekauft, ne? Wie sie denn jetzt dieses Problem, ich weiß jetzt nicht, was das Problem direkt war, ich glaube Haustür oder, wie gesagt, keine Ahnung. Aber hat, wie gesagt, jetzt anderweitig andere Methoden gesucht, haben dann natürlich auf unseren Hundeplatz wieder das gehört und so. Und dann sind wir jetzt eben, wie gesagt, am Wochenende ins Reden gekommen und dann habe ich gesagt, ja, Hausbesuch bei Isabel, und dann hat es halt so ein bisschen umgedruckst und dann ist es halt eben dabei rausgekommen, dass sie mit dieser einen Geschichte nicht klargekommen sind. Und dann habe ich halt gesagt, puh, gut, dass wir jetzt geredet haben und wir müssen das, glaube ich, halt einfach auch noch ein bisschen mehr kommunizieren, dass wenn ihr ein Problem habt, dass, oder mit irgendeiner Hausaufgabe, dann müsst ihr uns das aber auch sagen, ne, weil ich weiß ja, weshalb ich das geraten habe und die Sachen, die wir raten, die funktionieren ja auch bei 70% oder 80% der Hunde und in manchen Fällen funktioniert es halt nicht, aber dann haben wir ja auch einen Plan B, aber wenn man das natürlich nicht sagt, dann denken wir natürlich, das funktioniert und dann machen wir halt einfach auch so weiter, ne. Und da war sie dann eben auch ganz happy, hat dann auch gleich jetzt einen Hausbesuch nochmal gemacht bei der Isabel. Und jetzt gehen sie halt dieses Problem einfach mal als Einzeltraining wirklich an. Und habe dann halt auch gesagt, und sie war dann so verzweifelt, weil sie gesagt hat, ja, der hat das geraten und der hat das geraten und der hat das geraten. Und das verstehen natürlich unsere Hunde nicht. Wenn sie zum Beispiel jetzt einen Tag eine Diskschelle hinbekommen, am nächsten Tag, weil jetzt irgendjemand anderes Leckerchen und in der gleichen Situation am dritten Tag werden sie mit einer Hausleine weggeführt. Und das ist etwas, was Leute oder Hunde nicht verstehen.
aber auch nicht verstehen können, weil wir Menschen ja schon wieder, was wir ja schon in den ersten Folien hatten, planlos sind. Weil der Mensch ja schon eigentlich gar nicht weiß, was er denn jetzt tun soll und eigentlich irgendwie dann mal was hinschmeißt oder mal mit Wasser spritzt oder sowas, davon aber eigentlich ja schon wieder nicht überzeugt ist, weil er ja sich ja schon wieder denkt, ist das denn jetzt wirklich richtig? Und das schon, sind wir schon wieder in diesem Teufelskreis. Und genau, und der Hund, kann er natürlich sein, dass diesem so ein Hund dann halt auch echt gefährlich wird, weil dieser Hund sagt, ich muss mich nur quasi allen widersetzen und ich komme dann irgendwann zu meinem Zug, weil mein Besitzer wechselt ja quasi jeden Tag oder jede Woche seine Methode. Dann sind natürlich aber auch manche Sachen, die für unsere Hunde unverständlich sind, ne? Wie zum Beispiel ein Vorsitz. Man muss es schon eigentlich auch sagen, wenn ich jetzt verlange von meinem Hund, dass er sich vor mich hinsetzt. Klar, Hunde können das relativ gut ab und Hunde lernen auch Dinge, die sie vielleicht nicht so sinnig finden und sagen, okay, der Mensch freut sich da irgendwie so ein Furzgall, wenn ich mich vor ihm hinsetze und dann kriege ich auch noch ein Leckerchen, dann mache ich das halt einfach mal. Ist zwar ein bisschen komisch und eigentlich ist ja auch ein Vorsitz etwas mit bedrängend zu tun, ne? Weil wenn man sich ja jetzt wieder Hunde in der Kommunikation anschaut, haben wir ja auch die T-Stellung in der Hundesprache. Die T-Stellung, dass ich mich einfach mal vor einem hinstelle und den einfach mal abschirme und ihm sage, nee, jetzt geht's einfach nicht weiter. Und das nehmen ja natürlich Hunde bewusst wahr und machen halt eben Hunde auch bewusst. Und deswegen haben aber auch einige Hunde ein Riesenproblem mit einem Vorsitz. Gerade diese nordischen Hunde, Akita, haben ein Riesenthema mit einem Vorsitz. Oder Shibas. Oder wenn ich jetzt einen Angsthund habe und der Angsthund ja zum Beispiel sagt, nee, also ich mach das jetzt nicht. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine Hündin, die war ein bisschen unsicher. Die hat zum Beispiel nicht apportiert. Die hat keine Sachen ins Maul genommen, die ich schon in der Hand hatte. Ja, die hat gesagt, du, wenn du das Apportel hast, dann ist das deins, du bist hier Chef und ich will das nicht und nein, ich würde dich nicht in Frage stellen. Dann habe ich es natürlich auch sein lassen. Die hat dann halt einfach nur so Leckerchen Zugspieler gemacht, die musste dann nicht apportieren. Und da muss man halt wieder schauen, hat der Hund jetzt wirklich keinen Bock da drauf oder ist jetzt der Hund tatsächlich so ein bisschen im Zwiespalt, weil der Hund sagt, du, eigentlich strahlst du mich jetzt völlig an, du gibst mir jetzt ein Leckerchen, aber ich finde es ein bisschen komisch, dass ich dich jetzt bedrängen soll. Genauso wie das Bedrängen beim Fußlaufen. Ne? Viele haben das ja, gerade Begleithundeprüfung oder sowas, dass der Hund ja quasi mit seiner Schulter an meinem Bein pappen soll. Und es ist ja eigentlich ein Bedrängen. Also eigentlich wollen wir nicht, dass unsere Hunde, das ist immer wieder in dem Wort eigentlich, eigentlich wollen wir nicht, dass unsere Hunde uns bedrängen. Eigentlich wollen wir nicht, dass sie in unseren Individualabstand reingehen. Und bei der Fußarbeit, da soll er reinrücken und machen. Nochmal, viele Hunde können das super unterscheiden. Die wissen, oh Gott, wenn der Besitzer mit mir auf dem Hundeplatz ist und wenn er dann irgendwie die Hände hochnimmt und dieses komische Kommando sagt, dann soll ich diese komische Übung auch machen. Ja, dann mache ich es. Aber manche haben da ein Riesenproblem damit und verstehen das dann halt einfach nicht, warum sie es machen sollen. Oder Blickkontakt, ne? Oder jetzt dieses Pfötchen geben, habe ich auch bei einigen Hunden, die finden das sehr komisch und ja, so ein bisschen ja, skurril, so warum soll ich jetzt da ein Pfötchen geben, aber wenn, nee, also verstehe ich nicht. Oder wie gesagt, auch der Blickkontakt, man hat halt eben auch Hunde, gerade diese Akitas, die ja von Haus aus zwar schon so einen starren Blick haben, aber sehr viel über den Blick halt einfach auch kommunizieren und dann aber sagen, du eigentlich, wenn ich jemanden in die Augen reingucke, dann fixiere ich den aber auch. Da muss man da halt eben mal auch schauen, hat man so einen Kategorie-Hund, hat man so einen Charakter-Hund, der dann eben vielleicht nicht vorsitzen möchte oder mich nicht anschauen möchte oder halt mich nicht bedrängen möchte bei der Fußarbeit, weil ihm das halt eben unangenehm ist und weil er das halt eben nicht versteht, dass wir uns da so ein Schnitzel freuen. Also auch da mal überlegen, ob das, was wir auch manchmal von unseren Hunden an Tricks verlangen, der Hund angenehm findet. Wie gesagt, viele verstehen es dann auch als Trick und sagen, ja, okay, genauso wie wir ja auch manche Sachen dann sagen, ja, okay, das muss jetzt halt einfach sein und das ist jetzt nicht das Tollste, wie zum Beispiel auch Frauenarzt, das ist jetzt nicht das Tollste und man freut sich nicht, aber man macht es halt einfach trotzdem, wird jetzt dann auch natürlich nicht so eine Beziehung dann zerstören, aber bei manchen Hunden
wie gesagt, kommt halt dieses Fragezeichen. Dann haben wir natürlich unsere Genetik, weshalb uns unsere Hunde halt einfach auch nicht verstehen können, weil der Beagle es einfach nicht versteht, warum er die Nase nicht am Boden nehmen darf. Und wenn ich jetzt mit so einem Beagle natürlich eine Begleithundeprüfung machen möchte, ich hatte da mal einen Beagle, das war ein Versuchslabor-Beagle, und der Mann ist dann auch ins THW gegangen und hat dann so noch so, wie heißt das jetzt, ist in die Sucharbeit gegangen, Flächensuche und Trümmersuche, und brauchte da aber halt die Begleithundeprüfung. Das hat der Beagle gar nicht verstanden, dass der da einfach mal den Rüssel hochmacht. Der hat es dann mit viel Geduld, ich muss sagen, der Mann hat sich da ganz viel Zeit genommen. Der war auch da nicht unfair zu dem Hund. Der hat auch mit wahnsinnig vielen Unterscheidungen gearbeitet. Das war Wahnsinn. Wenn der Hund dieses Halsband drauf hat, dann war das. Wenn der Hund dieses Brustgeschirr hat, dann war das. Wenn der Hund dieses Geschirr hat, dann war Freizeitmodus. Wenn er dieses Geschirr hat, war eben Suchen. Wenn er dieses Halsband mit so ein Lätzchen hat, dann war das. Also der hat das mega gut aufgebaut, hat es dem Hund wirklich ganz kleinschrittig beigebracht. Und der hat das dann auch echt, die begleitende Prüfung, geschafft. Der hat natürlich nicht super tolle viele Punkte gehabt, aber er hat es geschafft. Und danach war es ja eh egal, dann hat er die begleitende Prüfung gehabt, dann durfte er seine Trümmersuche machen und dann durfte der Hund wieder die Nase am Boden machen und dann war es gut. Aber das verstehen halt einfach die Hunde nicht. Ich meine, die sind jahrelang da selektiert worden, dass da der Spitz bellen soll und auf einmal darf er in der Mietswohnung nicht bellen. Und jetzt gehe ich da mit Wasserflasche und das Geschelle dran und das ist natürlich ganz übel für diesen Hund. Und dann schimpfe ich ihn und der Hund will ja eigentlich uns auch gefallen und eigentlich haben sich die Leute vor 50 Jahren gefreut, wenn der Spitz gebellt hat, und die Leute heute bellen, also freuen sich halt nicht mehr. Und das versteht er halt nicht. Oder eben der Herdenschutzhund, der nicht bewachen darf. Da habe ich ja auch das Beispiel mit meiner Isi gehabt, die wurde quasi von dem Verein in die Stadt vermittelt. Und da ist dieser Hund sehr aggressiv geworden und vor allem, sie hat auch eine Schilddrüsenunterfunktion da bekommen. Also ich habe von der Besitzerin, von der Vorbesitzerin tatsächlich alle Blutwerte und alle Krankenhausaufenthalte und alle Arztrechnungen bekommen und sowas. Und die hatte dreimal bei der Blutabnahme 0,8 von diesem einen Schilddrüsenwert. Und der fängt ja bei 1 bis 4 an. Und dann war der Hund bei mir und der Hund hatte einen Schilddrüsenwert dann von 2,5 ohne Tabletten. Weil die das eben nicht verstanden hat. Die war halt einfach so ein Freigeist und dann in der Stadt, logischerweise an der Leine, hat sie auch nicht verstanden, warum sie jetzt in der Stadt an der Leine gehen muss und warum sie jetzt da die ganzen Menschen nicht anbellen darf. Und bei mir durfte sie es ja machen, weil ich brauche ein bisschen auch meine Hunde, auch als Alarmanlage, wenn ich hinten beim Pferd bin, dass meine Hunde vorne bellen. Und dann habe ich es eben den Hunden beigebracht, sobald ich, habe ich ja gerade schon gesagt, sobald ich dann dabei bin, dann ist es aber auch gut. Ne? Dann habe ich Wert drauf gelegt, dass meine Hunde da nicht hingehen. Aber ich brauche natürlich auch Hunde, die auch mal bellen. Und deswegen ist die dann bei mir auch gesund geworden, weil sie halt einfach ihre Genetik machen darf. Und da auch mal beim Hundesport ein bisschen drauf achten. Ne? Und ich hatte auch die Leute jetzt gefragt, gestern in meiner Leinenführigkeitsstunde, du, warum gehst du eigentlich spazieren? Da war wieder diese Pause. So ratter, ratter, ratter. So, was will jetzt die Hanne schon wieder? Was hat jetzt diese Frage mit der Leinführigkeit zu tun? Und dann hast du schon wieder gemerkt, dass die Leute überlegt haben, was sie antworten könnten, was richtig sein könnte. Und das fand ich schon wieder gestern ein bisschen übel, ne? So, ja, sag doch halt einfach, warum gehst du jetzt du spazieren? Dann hat die eine gesagt, ja, weil sie halt in der Arbeit ist und so ein schlechtes Gewissen hat. Okay. Die eine hat gesagt, ja, ich gehe spazieren, damit ich ihn auslaste, körperlich. Der nächste hat gesagt, ja, mein Hund rennt halt so gerne, mein Hund schnüffelt halt so gerne. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, Leute. Aber irgendwie hat keiner gesagt, wir zwei machen was draußen. Und dann habe ich die auch erstmal aufgeklärt, dass ich für, ja, sage ich jetzt mal, Bewegung, nicht mit meinem Hund da spazieren gehen muss. Also wenn, dann muss ich joggen und wenn, dann muss ich halt wirklich powern. Aber wir reden hier von Schnüffelspaziergang, muss ich nicht für eine Bewegung. Ne? So ein Hund, ein Border Collie, der
in Schottland, in Irland, da weiß ich nicht, so und so viele Kilometer über Stock und Stein in gestreckten Galopp und dann im Trab und dann in dem Anschleichen ist und mit dem gehe ich da 3 Kilometer zerrend an einer kurzen 3-Meter-Leine, ist das für den noch keine Auslastung. Genauso wie der Mali, genauso wie der Samoyede als Schlittenhund. Also nee, ich brauche nicht, um meinen Hund auszulasten und körperlich auszulasten mit dem Spazierengehen, dann wäre halt Hundesport eher besser, dass ich dann sage, ich mache jetzt wirklich Apportieren, ich gehe jetzt da mal wirklich in die Fährtenarbeit, ich gehe jetzt mal Radfahren, ich gehe jetzt mal ins Longieren, ich gehe in die Distanzarbeit. Also wenn ich meinen Hund körperlich auslasten möchte, dann muss er auch mal galoppieren. Das ist ja meistens dann nicht gegeben beim Spaziergang, wenn er zieht und schnüffelt vorne. Und dann war halt eben auch, dass ich sage, ja, aber wer macht denn eigentlich jetzt hier wirklich den Hund angepasste, sinnvolle Beschäftigung? Ne? Und klar, der Labrador ist jetzt halt einfach auch ein Schnüffelhund und der Wischler ist auch ein Schnüffelhund, aber so ein bisschen irgendwie planlos in der Gegend umeinander schnüffeln, weiß ich jetzt nicht, ob das so eine sinnvolle Beschäftigung ist. Also geht doch da mal in dieses Apportieren, macht doch dies oder jenes. Und dann haben die Leute auch wieder so geguckt, was hat das jetzt eigentlich mit der Leinführigkeit zu tun? Und dann haben wir gestern eigentlich gar nichts über Leinführigkeit gemacht, sondern ich habe denen dann einfach mal erklärt, so, ihr macht jetzt einfach mal euch eine Liste und überlegt mal, was ihr gemeinsam denn jetzt wirklich machen könnt, was euch beiden Bock macht. Betonung liegt als beide, als Team. Apportieren, Fährtenarbeit, mal Radfahren, aber nicht halt so dieses Radfahren monotone, sondern auch mal mit, yeah, komm und macht und lauf und, ne, also einfach mit Bock oder Schnüffelsuchspiel oder irgendwie über Sachen klettern oder sowas. Und dann haben mich so ein paar so skeptisch angeguckt, dann sage ich, gell, ihr seid jetzt nicht davon überzeugt, dass das jetzt klappt. Und sie so, nee, also 2 Minuten, ja, da klettert er gerne über Bäume, aber danach will er wieder. Das sage ich, genau. Und jetzt sind wir aber beim Punkt. Ihr schafft es ja noch nicht einmal, euren Hund zu motivieren bei Dingen, die ja eigentlich für ihn lustig sind, die ja eigentlich Spaß machen und die eigentlich ihr als Team gemeinsam macht. Dann glaubt ihr noch nicht allen Ernstes, dass ihr eure Hunde motivieren könnt, jetzt Fuß neben euch zu laufen an einer lockeren Leine. Eine Sache, die jetzt eigentlich ja nicht so schön ist für den Hund. Und dann haben sie mich mal alle angeguckt. Dann sage ich, ja, deswegen habt ihr jetzt mal eine Woche Hausaufgabe, mal echt zu gucken, wie ihr eure Hunde bei spaßigen Sachen motiviert. Und dann fangen wir nächste Woche mal wieder mit der Leinführigkeit an. Ne? Und dann hoffe ich ja mal, dass ihr da so drinnen habt, dass der Hund mal mitarbeiten möchte. Und dann sagt, boah, und Leinführigkeit ist übrigens auch toll. Jo. Ja, und das ist halt eben... Die Hunde verstehen uns manchmal nicht, weil es liegt halt eben in den Genen und wir schimpfen wieder. Das ist immer so schade. Wir schimpfen immer so viel mit unseren Hunden. Wir wollen dann natürlich einen Spitz haben, bedenken aber eben nicht, dass er bellt. Und wir wollen einen Appenzeller haben und bedenken aber nicht, dass wir jetzt ja vielleicht eben ein 2-monatiges Kind zu Hause haben und einen Appenzeller und der Spitz aber halt eben bellt, wenn ein Geräusch kommt. Und das ist eben so unfair. Dann vielleicht mal wirklich zu Rassen, die dann halt eben wenig bellen, auch wenn es dann vielleicht nicht so mein Beuteschema ist. Ich wollte auch nie einen Mali haben. Ich stehe auf langhaarige Hunde mit Schlappohren, die übrigens auch nicht so groß sind. Also ich stehe auf mittelgroße Hunde mit viel Fell und Schlappohren. Super. Und jetzt habe ich einen riesen Mali, einen riesen Labrador Schäferhund. Ja, okay, der hat sogar Schlappohren. Aber die haben alle kurzes Fell. Super. Also, die passen aber halt eben zu meinem Leben. Und das ist eben wichtig. Diese Hunde passen zu meinem Leben. Und da ist es halt eben dann auch mal nicht wichtig, ob sie vielleicht von der Optik so hundertprozentig entsprechen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, und dann eben alles so nebenbei. Ne? Dieses, wir möchten eigentlich leben, wir möchten feiern, wir möchten in den Urlaub fahren, wir möchten unseren Kindern etwas bieten, wir möchten in der Arbeit erfolgreich sein, ein eigenes Haus, einen Garten umbauen, Hobbys verfolgen. Aber wir wollen dann auch irgendwie so ganz nebenbei auch noch einen gut erzogenen Hund haben. Und viele Hunde, ja, die sind wirklich so nebenbei. Und das finde ich so schade auch für die Hunde, weil dann habe ich da mal 5 Minuten Zeit und dann mache ich und dann bin ich aber gedanklich eigentlich schon wieder gar nicht beim Hund. Und das finde ich so wirklich schade für diesen Hund, weil viele Hunde würden sich am Anfang wirklich, anbiedern, die wären da, die finden die Menschen toll, die himmeln die Menschen an und im Laufe der Zeit, wenn sie dann auch ins Training kommt, wird es immer irgendwie weniger.
Oder ich hatte auch letztens ein Gespräch mit einer Frau und dann hatte ich auch gesagt, du Hausbesuch, ja, da hat sie jetzt aber keine Zeit. Und dann gucke ich sie so an, sage ich, eine Stunde Hausbesuch. Ja, nee, und es weiß jetzt nicht, wie sie das jetzt, sie muss ja mit dem Hund das machen und das und die Kinder und Hausaufgaben und ihre Arbeit und also sie weiß jetzt nicht, wie sie diese Stunde da noch unterbringen soll. Dann sage ich, dann gehst du halt vielleicht an dem Tag keine Stunde mit dem Hund spazieren, sondern dann machst du halt den Hausbesuch und dann haben wir uns so einigen können. Und es ist eben alles so nebenbei und das verstehen aber auch die Hunde nicht, ne? Weil wenn man halt Hunde ja sieht, wie die in der Gruppe leben, da ist ganz viel Interaktion und da ist eben auch ganz viel Miteinander halt einfach und Empathie dabei und da wird geschaut auf den anderen. Klar, die kloppen sich dann auch mal, um Gottes Willen, und die zoffen sich dann auch mal. Aber es ist doch irgendwie, die Gruppe ist so geschlossen, aber auch, wenn die Gruppe eben harmoniert, ist die Gruppe aber geschlossen dann auch den ganzen Tag irgendwie zusammen. Und bei Menschen, ja, da muss er warten und da ist er nur halbes Rad am Wagen und da nehme ich ihn jetzt noch schnell mit, wenn ich die Kinder zum Fußball mitnehme, dass ich da noch schon ein bisschen trainiert habe. Aber eigentlich wollen auch die Kinder meine Aufmerksamkeit, weil wenn das Kind jetzt tatsächlich ein Tor geschossen hat, sollte ich ja eigentlich auch jubeln, aber eigentlich bin ich ja beim Hund und eigentlich, und da sind wir schon wieder beim eigentlich, und geht nicht, verstehen die Hunde nicht, ne? Und deswegen, ja, versucht irgendwie dann Kompromiss zu finden, zumindest dann halt einfach wirklich die Stunde, Handys weg und Kinder dann auch mal vielleicht nicht beim Spaziergang mitnehmen und die Kinder dann aber auch mal sagen, du bleibst jetzt aber auch mal in der Wohnung, wenn ich jetzt mit meinem Hund spiele, im Garten mache. Das muss halt einfach auch sein und das ist einfach nur fair wirklich für den Hund. Und dann das letzte große Thema ist halt wirklich diese Empathie. Und wenn man jetzt einfach auch mal Wikipedia anschaut, Empathie bezeichnet eben die Fähigkeit und die Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive oder Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Und das wäre dann halt eben auch so ein bisschen dieses Einfühlungsvermögen. Und das fehlt mir wahnsinnig häufig bei den Menschen zu ihrem Hund. Und das ist, also auch da wieder, die Leute bemühen sich nett zu sein und die Leute bemühen sich da zu klickern und die Leute haben Angst, mal dem Hund Nein zu sagen. Aber gleichzeitig geht denen wirklich auch so ein bisschen diese Empathie, dieses Einfühlungsvermögen ab, weil ich mir jetzt vielleicht auch einen Hund geholt habe, weil ich jetzt mir ein Loch stopfen muss, weil meine Kinder aus dem Haus gegangen sind, weil ich jetzt irgendwas zum Kuscheln brauche, weil ich jetzt in Rente gegangen bin, weil ich jetzt jemanden haben muss, der 24 Stunden, weil mir die Decke auf den Kopf fällt, weil ich, wie gesagt, einen Partner habe, der mich nicht mehr ganz so lieb hat oder sowas. Und Hunde stopfen halt so Löcher und man holt sich dann sehr häufig einen Hund wegen und überhaupt und weil und so. Und ja, aber da ist eben dieses Einfühlungsvermögen halt nicht da. Da werden die Hunde gestreichelt, obwohl sie es nicht möchten. Da werden Hunde für Kinder gekauft, obwohl keiner eigentlich da sein möchte. Da wird ein Hund für einen Jungen mit 17 Jahren gekauft, dass er nicht die ganze Zeit vorm Computer sitzt. Weder das Kind will den Hund, noch der Hund will mit dem Kind was zu tun haben. Und die beiden müssen aber da irgendwie klarkommen. Wo ist denn da das Einfühlungsvermögen? Ne? Und Gerd Schuster hat jetzt irgendwie so einen sehr schönen Artikel geschrieben. Müsst ihr bei Facebook nachschauen. Ich weiß nicht, in welcher Seite zwar, ich glaube Hundezentrum Mittelfranken oder auf seiner Privatseite Gerd Schuster, ich weiß jetzt nicht wo. Aber er hat gesagt, er ist jetzt da irgendwie spazieren gegangen und da war da so ein, ja, Auslandshund. Und man hat es halt eben so gesehen, der wollte nicht über eine Straße gehen, der wollte nicht an der Leine gehen und der wollte nach rechts und die Frau wollte nach links und die Frau hat den Hund gezogen und gezerrt und dann gestreichelt und irgendwie hat man jetzt das gute Gefühl, man hat einen Hund aus dem Ausland gerettet und jetzt ist er in Deutschland angekommen und jetzt kriegt er dann auf einmal kein Einfühlungsvermögen mehr, ne? Keine Empathie, jetzt ist es völlig egal, weil jetzt hast du zu fressen, gutes Fressen und jetzt hast du quasi ein Dach über dem Kopf und jetzt musst du alles irgendwie aushalten, eine Leine und dass ich jetzt mit dir in die Eisdiele gehen möchte und Kinder, die auf dir rumhüpfen und du sollst jetzt eigentlich noch dankbar sein und das ist halt echt übel. Ne, und
Auf der anderen Seite, genau, benehme ich mich so schäbig meinem Hund gegenüber, muss ich jetzt wirklich sagen, so schäbig und so egoistisch, möchte aber gleichzeitig doch in meinem Egoismus ja noch, dass er mich anhimmelt und dass er mich lieb hat und dass er mich ja nicht anknurrt. Und das ist richtig, richtig, richtig übel dann auch. Und wie viel Einfühlungsvermögen haben wir denn für unseren Hund? Und können wir uns denn dann auch mal einfühlen in ihn? Oder dichten wir ihn jetzt da Dinge an? Also das ist ja wieder in allen. Mein Hund hat Angst davor. Warum hat dieser Hund jetzt Angst? Ja, der hat jetzt Angst. Ja, warum denn? Ja, der hat Angst, weil er allgemein Angst hat. Der kam ängstlich vor 5 Jahren. Ja, aber schau dir doch jetzt mal einfach nur diesen Hund an. Rute oben, Fixierblick. Völlig steif, Schwerpunkt nach vorne. Der hat jetzt keine Angst. Also ich rede nicht davon, dass das jetzt kein passé unsicherer Hund ist. Im Alltag, vielleicht bei dir auch zu Hause. Aber jetzt, gerade in diesem Moment, nee, der hat Angst. Der hat, Jane, du hast Unrecht. Und wir dichten ihn dann halt eben auch ganz viele Sachen an. Mein Hund hat ja nur gebissen, weil, ich hatte auch schon mal den Fall, ich glaube, ich habe mir auch schon mal erzählt, eine Familie mit Nappenzeller kam zu mir, weil er halt die Familie schon mehrfach gebissen hat und ich hatte dem auch einen Maulkorb, Pflicht hier auf den Hundeplatz gegeben und ich werde das nie vergessen. Der ist dann als letztes zum Auto gegangen, macht seelenruhig vor dem Auto den Maulkorb an und der Mann, der war irgendwie krank, der hatte so eine Pergamenthaut. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob er irgendwelche Medikamente genommen hat. Auf jeden Fall hatte der halt eben so eine sehr, 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 sehr dünne Haut. So, und er hat halt eben diesen Hund dann diesen Maulkorb abgenommen und dann setzt er, dann hebt er die Vorderbeine hoch von dem Hund und dann die Hinterbeine von dem Hund hoch und tut ihn dann ins Auto rein. Und dann war er drin und möchte gerade die Klappe zumachen und hält den Hund an der Brust fest und der Hund hat gesagt, nö, ich will da raus. Und will, also drängt quasi gegen seine Hand. Er hält den Hund zurück und der Hund beißt ihn ohne irgendwas, zack, in den Arm rein und springt raus. Der Mann hat ihn Gott sei Dank an der Leine gehabt, den hat er ja nicht weggemacht, Gott sei Dank, Leine war dran, also Marco war eben ab. Und dann war einfach dieses Skurrile, das war so krass, Leute, dann hat der Mann in aller Ruhe, ohne mit der Wimper zu zucken, den Hund hergezogen, hat die 2 Vorderbeine in den Kofferraum, hat die 2 Hinterbeine, hat den Hund wieder mit der anderen Hand diesmal an der Brust gehalten, möchte den Kofferraum zumachen, der Hund möchte nicht, drängt wieder raus, Mann hält eben an der Brust, Hund beißt ein zweites Mal ungehindert rein, also wir reden von Löchern, ne? Also wir reden von Löchern und von Blut. Blut ist dem Mann runtergelaufen, okay, er hat eben so eine Pergamenthaut, Aber der Hund springt wieder raus, der Mann das Gleiche ein drittes Mal. Und ich bin, also normal, also man kann mich nicht oft schocken, ne? Also 17 Jahre Hundeschule, ich bin nicht oft sprachlos. Aber da habe ich mir einfach nur, ich habe einfach nur geguckt. Also wirklich, ich habe nur erstmal geguckt, wo sind meine Hunde? Das war das Erste. Und dann habe ich einfach nur zugeguckt. Und dann war logischerweise, ihr könnt euch jetzt denken, was war, ein drittes Mal. Dann hat der Hund wieder gebissen und ist wieder rausgesprungen. Und dann bin ich irgendwie mal von meinem Freezing quasi, ne, Stresssituation Freezing, aufgewacht. Und dann habe ich zu dem Mann gesagt, geh mal weg. Und dann ist er weg vom Auto und dann bin ich in die Rücksitzbank draufgeklettert und dann habe ich zu dem Mann gesagt, er soll mir die Leine durchfädeln, durch dieses Autogitter, was er im Auto hatte. Und dann habe ich zu dem Mann gesagt, er soll jetzt den Hund wieder ins Auto reinsetzen und dann war der Hund im Auto und dann habe ich einmal angezogen, dann ist der Hund schon gegen diese Absperrung gedrückt worden und sage ich zum Mann, jetzt mach bitte die Klappe zu. Und dann habe ich den Hund da irgendwie angebunden und dann ist der Mann heimgefahren. Und eine Woche später ist dann die Familie oder die Tochter gekommen. Dann habe ich gesagt, ich hoffe, ihr habt jetzt halt leider Gottes nochmal erfahren müssen, dass euer Hund ernst macht. Und dann sagt die Tochter allen Ernstes zu mir, nein, das war nur, weil an dem Tag 35
Grad heiß war im Sommer und dem Hund war einfach schlichtweg das Auto zu heiß und deswegen wollte er nicht im Auto bleiben. Und da muss ich halt auch sagen, auch hier fehlt halt einfach dieses Einfühlungsvermögen. Da wurde dem Hund irgendwie eine Sache angedichtet. Der Hund hat halt schlichtweg keinen Bock mehr zu gebissen. Und der Mann, ich habe den dann noch verbunden gehabt, den Mann. Also ich habe ihm dann echt noch Verbände drauf gemacht und desinfiziert seine Bisswunden, seine Löcher, die er da an den beiden Armen hatte. Und ich war sprachlos, ne? Und wie gesagt, es wären den Hunden auf der einen Seite, sage ich ja, irgendwelche Charaktereigenschaften, der Hund ist stur, der Hund ist böse, der Hund ist dominant angedichtet. Auf der anderen Seite, wenn ich aber einen Angsthund habe und der zeigt wirklich alles von Angst, ne? Zittern, Rute eingeklemmt, dann kommt oftmals dieses, ach, geh, komm, jetzt geh hier durch. Ich meine, klar sollte ich einen Angsthund sagen, hey, wir schaffen das. Aber ich sollte ihn halt motivieren, wir beiden schaffen das. Hey, komm mal her, ich bin die Andockstelle. Ich bleibe jetzt stehen, wir schauen das gemeinsam an. Ah, du gehst jetzt nicht weg, sondern wir zwei schauen das an. Aber dieses Vorbeiziehen, ach, gell, das soll sich nicht so anstellen, ist genauso schlimm für den Hund, als natürlich der Hund, der halt jetzt wirklich gebissen hat, weil er halt nicht da sein wollte, aus Frust oder was weiß ich, und ich weiß jetzt 35 Grad. Und wie oft bewerten wir denn unsere Hunde wirklich neutral? Wirklich neutral. Und das ist eben auch eine Sache. Hunde haben das halt. Hunde haben eine Empathie. Ich werde das auch nie vergessen. Letztens hatten wir einen Workshop, Hunde sichern, ne, also Selbstschutz und Arbeit mit schwierigen Hunden. Und da haben wir einen Hund am Maulkorb drauf gemacht. Und das war aber schon krass, wie die Leute, wenn ich zu den Leuten sage, wir machen jetzt da einen Maulkorb drauf, wie die Leute auf einmal das Einfühlungsvermögen verlieren. Also ich hatte nie gesagt, der Maulkorb muss innerhalb von 2 Sekunden irgendwie da drauf. Und das fand ich so krass, dass auch eben Trainer manchmal so ein bisschen die Empathie und das Einfühlungsvermögen verlieren, wenn der Besitzer etwas von ihnen verlangt oder wenn der Trainer meint, ja, das habe ich jetzt in 10 Stunden nicht geschafft und der Mensch hat aber 12 Stunden bezahlt und jetzt muss auf einmal der Hund. Und es war wirklich krass auch zu sehen, wie auf einmal gedrückt, geschoben, gequetscht wird, wie auf einmal Körpersprache von dem Hund gar nicht mehr wahrgenommen wurde, wie irgendwie auf Biegen und Brechen dieser Maulkorb da. Und dann habe ich halt aber auch wirklich unterbrochen, dass ich stopp, jetzt ist Schluss. Das geht jetzt gar nicht. Wo bleibt wirklich eure Empathie? Ne? Wo bleibt das Einfühlungsvermögen? Klar, ein Maulkorb muss drauf bei dem einen oder anderen Hund. Oder auch, wenn ich jetzt einen schwierigen Hund habe, dann muss ein Maulkorb drauf. Ich lasse mich ungern beißen vom Hund. Aber es dauert teilweise wirklich bis zu einer Stunde, bis ein Maulkorb drauf ist. Und okay, ich habe ein eingespieltes Team. Maya oder Isabel sind dann immer hinter dem Zaun. Ich habe dann immer die Stangen und einer gibt mir dann an und ich leite dann und wir halten Rücksprache und jeder achtet auf den Hund. Und gerne, pass auf, die Rute geht runter, weil ich jetzt vielleicht gerade nach vorne schaue. Aber es ist doch egal, ob ich dann, wie gesagt, 1 Stunde, 1,5 Stunden oder 5 Minuten dafür brauche. Aber es sollte halt immer irgendwie der Hund schon noch im Fokus sein. Es sollte jetzt nicht immer nur sich alles um den Hund drehen. Also ich finde, wir haben halt immer so ein bisschen nur noch schwarz und nur noch weiß. Entweder wir haben die Leute, wo sich alles nur noch um den Hund dreht, was der Hund natürlich nicht versteht, oder wir haben sämtlichen Verlust von irgendwelchen Empathiegeschichten. Und da muss halt einfach wieder diese goldene Mitte, wie es halt einfach Hunde machen. Ne, Hunde sagen mal, wenn sie was doof finden. Hunde freuen sich, wenn sie was toll finden. Hunde schlafen, wenn sie schlafen wollen. Also die Hunde leben da so in den Tag hinein und das ist halt eben ein Hund. Und deswegen verstehen die uns halt oft nicht, wenn wir zu viel und wenn wir zu wenig und wenn wir so nebenbei und wenn wir Körper, Geist und Seele nicht. Und genau, eigentlich müssten wir nur unsere Hunde beobachten, wirklich mal beobachten, wie freut sich ein Hund, wenn er, ja, vielleicht mal wirklich was geklaut hat und sich wirklich freut und wie überschwinglich, wie freut sich ein Hund, wenn er einfach mal mit einem Affen anderen trifft und läuft und wie freut sich ein Hund, wenn er das macht und wie zeigt aber auch ein Hund dem anderen, wenn es ihm jetzt zu viel wird, und da sollten wir uns eigentlich viel eher mal dran orientieren. Genau. So, das war's dann wieder.
Ich hoffe, ich konnte wieder ein bisschen euch zum Nachdenken anregen, dass ihr euch einfach mal selber morgen wieder so ein bisschen überprüft, euren Tag überprüft, wenn ihr mit euren Hunden drauf seid, überprüft, ihr seid da emotional, wenn ihr einfach mal, warum hat es der Hund, wegen, weil und überhaupt, ist da Empathie dabei, dichte ich ihm was an, habe ich denn wirklich die Körpersprache von meinem Hund gelesen oder denke ich das jetzt einfach nur, denke ich jetzt einfach das auch nur, weil es mir mein Leben vereinfacht, weil es ist ja sehr häufig, dass ja aggressive Hunde dann als Angsthunde gedeutet werden, weil wenn ich natürlich einen Angsthund habe, der an die Leine reinspringt, dann ist das nicht so schlimm, weil er hat ja Angst. Wenn ich natürlich einen aggressiven Hund habe, der an der Leine nach vorne springt, und ich würde sagen, ja, stopp, mein Hund springt an die Leine, weil er aggressiv ist, würde ja jeder sagen, ja, dann ziehen. Wenn ich aber sage, ja, der hat so viel Angst, deswegen springt er an die Leine, hat jeder ja Verständnis dafür. Ja, also mache ich mir denn dann auch dieses Leben leichter, indem ich dem Hund dann was andichte. Wie gesagt, habe ich einen Plan? Wie viel überlege ich in dem, was ich mache? Bin ich, wie gesagt, Körper, Geist und Seele? Einfach mal darüber nachdenken. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns wieder sehen. Den Vortrag, den ich jetzt eigentlich am Donnerstag hätte, den habe ich jetzt leider Gottes, oder was heißt leider Gottes, eigentlich für euch auf den 20.10. verschoben, weil ich jetzt am Wochenende, also quasi am 7., also der Vortrag wäre jetzt am 5. gewesen, aber ich habe am 7. mit der Jessica gemeinsam einen Vortrag über also Hundeverhalten, Hundegesundheit und der Mensch mit Körpersprache. Auch vielleicht eine Anatomie vom Menschen. Ja, weil der Mensch vielleicht Rückenschmerzen hat, weil der Mensch vielleicht irgendwie eine schmerzende Schulter hat, kann der Mensch nicht so. Also das bedeutet, ich habe da ganz viel Material und Bilder und Videomaterial dann eben noch. Und das möchte ich in diesen Vortrag Körpersprache Mensch oder Problem Mensch halt eben mit einbeziehen. Deswegen habe ich das jetzt eben auf den 20.10. verschoben. Ihr seid ja automatisch ja in dem Verteiler drin. Das heißt, wer aber jetzt auch da vielleicht am 20.10., das ist glaube ich ein Freitag, keine Zeit hat, weil er jetzt eben am Donnerstag Zeit genommen hätte, er kriegt ja dann die Aufzeichnung. Ansonsten hat die Jessica nächste Woche Hundephysio für Hundebesitzer. Ich habe nächste Woche Dienstag den kostenlosen Maulkorb-Vortrag. Finde ich ja immer auch ganz wichtig, Maulkörbe, einfach auch in Bezug auf, ja, Urlaub und an die Giftköder und einfach auch mal Tierarzt. Dann am Donnerstag nächste Woche den Selbstschutz und am Freitag halt eben Selbstschutz, Recht und Management für den Alltag. Genau. Ansonsten sag ja, die Aufzeichnung und das Skript wird heute Abend noch zugeschickt, automatisch. Das ist das Tolle an dieser Plattform. Wie gesagt, ich kann euch leider Gottes jetzt hier nicht sehen. Das ist das eine, also beziehungsweise in den Chat nicht sehen. Aber das andere ist, wie gesagt, diese ganzen E-Mails gehen halt so raus. Ich verstehe das ja auch nicht. Ich bin ja ein bisschen so ein Computerligastheniker. Aber genau. Wer Bock hat, würden wir uns halt einfach freuen, wenn ihr euch anmelden würdet. Und genau, ansonsten schaue ich jetzt mal die Alex. Genau, zwei Kapitel bei Dore zu lügen und blöffen, bezieht es sich da nicht auf die Emotionen zu uns, sondern zum Durchsetzen des eigenen Interesses. Bezieht es sich da nicht auf die Emotionen zu uns, sondern zum Durchsetzen? Ja, da hast du recht. Blöffen tun Hunde. Da hast du recht, jetzt komme ich, jetzt erzähle ich, was die alles sagen. Blöffen tun Hunde, aber beim Blöffen bin ich ehrlich. Weißt du, was ich meine? Dann blöffe ich und dann sage ich, ich will da jetzt hin und dann bin ich mir da auch total sicher und dann bin ich da natürlich halt auch wieder emotional im Blöffen drin. Aber ein Hund, wenn der beißt, beißt der jetzt nicht, weil... Weiß ich nicht, wie wir halt, ne? Wir teilen ja aus, weil wir, warum auch immer, so was, weißt du, was ich meine? Also Hunde lügen insofern nicht. Wenn die sich freuen, dann freuen die sich. Also ich habe noch nicht einen Hund gesehen, mehr oder weniger, der so tut, als ob er sich freut. Wie ja viele Menschen, die tun ja so, als ob sie sich freuen. Und wenn ein Hund sauer ist, dann ist der halt einfach wirklich sauer.
Und dann tut der nicht so, als ob der sauer ist. Wie ja auch viele Leute auf dem Hundeplatz. Die sind dann immer so, du bist aber jetzt ein böser Hund, das darfst du nicht mehr machen. Schubsen den Hund vielleicht noch, aber körpersprachlich kommt es halt nicht an. Weißt du, was ich meine? Blöffen ist was völlig anderes. Also blöffen können die gut, die Hunde, ne? Und die wissen ja dann auch ganz genau, wie sie uns um den Finger wickeln. Also das ist ja überhaupt gar kein Thema. Aber richtig lügen, dass die sagen, ich tue jetzt so, ich freue mich jetzt, bin aggressiv oder sowas, das haben sie halt eben nicht. Und das meinte ich halt einfach. Jetzt nicht um Durchsetzen des eigenen Interesses, sondern jetzt aus der Emotion quasi heraus. Da sind sie halt einfach sehr, sehr, sehr ehrlich. Wenn ein Hund sich freut, dann freut er sich. Und dann unterdrückt er das nicht. Und wenn der Hund einfach jetzt wütend ist, dann unterdrückt er das auch nicht. Vorausgesetzt, der Hund ist natürlich so kaputtgeschlagen worden und er hat so schlechte Erfahrungen, dann ist es aber wieder eine Lernerfahrung. Ne? Dann traut er sich das aber gar nicht mehr. So, Gott, das komme ich ja wieder zurück. Okay. Genau, also wie gesagt, wenn es eine Frage noch gibt, dann bitte nochmal irgendwie stellen. Wie immer, wenn ihr danach noch eine Frage habt, dann könnt ihr die natürlich auch danach noch per Facebook oder per E-Mail oder per SMS oder sowas schreiben. Ansonsten, wie gesagt, genau, sehe ich es ja dann quasi, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann nehme ich eben an, es sind keine Fragen mehr. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich, wie gesagt, dass ihr euch ja anmeldet. Alex, wir klären das am Samstag dann nochmal, dann schaue ich nochmal, dann können wir nämlich mal reden. Ne? Dann können wir mal gucken, dann können wir diskutieren. Wir diskutieren dann mal am Samstag drüber. Haben wir ja Zeit. Und genau, ihr anderen, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend noch. Genau, ich setze mich jetzt noch an meinen Computer, ich muss noch was machen. Und genau, Sigrid, aber ich glaube, dich habe ich gestern schon zum Nachdenken gebracht. Und genau, Vera, der Sepp, der ist so geil, ohne Scheiß, der Hund ist so mega, der ist halt einfach auch wahnsinnig ehrlich, ne? Der Hund ist so wahnsinnig ehrlich und Sepp ist zum Beispiel halt eben so ein ganz toller Hund, wenn er dir eben auch vertraut, kannst du auch ganz viel machen. Und Sepp ist halt wirklich so einer, der hat eine Ressourcenverteidigung, wobei wir jetzt schon ganz viel machen können. Wir haben jetzt auch schöne Fotos wieder für euch tatsächlich gemacht mit Ball. Also wir haben uns da reingesetzt mit Ball, wir können ihm jetzt schon Bällchen schmeißen, Mai lag am Boden und Sepp findet uns super und Sepp hat uns halt einfach kennengelernt und Sepp hat halt einfach wirklich gesagt, hey, von euch, ja, geht halt einfach auch nichts Böses aus und der vertraut uns immer mehr und gerade Sepp ist mega Lehrmeister eigentlich für solche Sachen mit Ehrlichkeit und Hunde, die uns einfach nicht verstehen können. Also wie gesagt, ihr kriegt jetzt die Tage die Fotos oder vielleicht stelle ich sie auch morgen rein. Also es sind wirklich wunderschöne Fotos und dann hoffen wir einfach, dass wir wirklich einen Menschen finden, der Empathie zu diesem Hund hat und der ihn einfach genauso nimmt, wie er ist, weil er ist einfach ein genialer Hund. Also Deutsch Drahthau, ne? 8 Jahre, zieht echt nicht an der Leine. Wirklich nicht an der Leine. Er ist so genial und er zeigt es so schön an. Also letztens habe ich ihm ja eine Schleppmatte auch reingetan. Okay, da hat er dann ganz deutlich gesagt, du bist jetzt hier nicht mehr in den Auslauf. Also ich konnte noch ein Video machen, dann bin ich rausgegangen und dann kam ich nicht mehr in den Auslauf, aber er zeigt es so schön an. Er wird halt einfach steif und dann kommt ein Blick und wenn du dann nicht reingehst und wenn du ihn dann zufrieden lässt, dann ist dann auch nichts. Und dann wartest halt ein bisschen ab und dann ist doch alles gut. Und wie gesagt, wir machen ja auch mittlerweile die Futtersuche ohne Maulkorb. Hast du jetzt auch dieses Foto gesehen, was wir gehabt haben, wir da unter diesen ganzen Bäumen und Ästen. Und wir können uns reinstellen mittlerweile und wir können das Futter verstreuen und er macht gar nichts mehr. Klar, er hat dann manchmal einen Tag, wo er wirklich sagt, er möchte jetzt suchen, je nachdem, wie halt auch sein Hungerzustand ist. Aber der zeigt es einfach so schön an. Und dann warten wir halt 5 Minuten und dann gehen wir dann halt danach rein. Oder wir rufen ihn und dann kommt er halt zum Zaun und dann machen wir die Tür auf und dann gehe ich nicht rein, sondern ich hole ihn dann einfach raus. Alles gut. Ein klasse Hund, der einfach so ehrlich ist. Und genau, also ich hoffe jetzt, dass mit den neuen Fotos wir dann einfach auch einfach einen super ehrlichen Menschen finden, weil er jetzt halt einfach so verdient, dass der seinen Menschen halt einfach hat. Genau.
So, also, es ist keine Frage mehr. Genau, dann in diesem Sinne, wie gesagt, einen wunderschönen Abend. Und wie gesagt, bitte, bitte, bitte einfach überprüfen, einfach mal nachdenken. Immer wenn euer Hund irgendwas Komisches macht, warum macht das denn? Kann er es jetzt gerade nicht? Weiß er nicht, was wir verlangen von ihm? Bin ich jetzt irgendwie auch ein bisschen komisch, dass mein Hund jetzt sagt, ich weiß jetzt auch nicht, warum du so bist. Genau, und das, da gehört eben auch die Ehrlichkeit zu uns. Und ich habe Gott sei Dank diese Ehrlichkeit, dass ich Tage habe, wo ich zum Beispiel bei manchen Hunden nicht reingehe. Ne, weil ich, es gibt halt einfach Hunde, wir haben 25 Hunde da, es ist halt nicht jeder dein Schatz, muss ich halt einfach auch sagen, manche hast du halt da, die nimmst du halt einfach so mit, manche magst du halt total gerne, wie eben Sepp oder wie Manfred, der Mali, ich meine, er ist halt ein Dödel und ist ein Depp, aber ich mag ihn halt einfach. Und es gibt halt einfach Hunde, mit denen kommt man weniger, klar, aber auch da kann man das kommunizieren. Und Maya findet zum Beispiel den einen, den ich nicht mag, toller. Und dann wirklich, wenn ich einen schlechten Tag habe, dann sage ich, Maya, mach du heute mehr mit dem. Und auch das ist halt doch ganz wichtig. Dass man doch einfach auch sagt, ich habe heute nicht diese Emotionen, ich kann es heute nicht, kannst du das machen? Und das ist dann eben halt einfach auch wahnsinnig ehrlich. Okay, in diesem Sinne. Wie gesagt, verabschiede ich mich euch, freue mich wieder, wenn ihr euch einschaltet und wünsche euch einen wunderschönen Abend und Tschüssi.